Präsentatoren von Folge 201 sind Marc, Mike, Thomas und Gregor. Ist denn das so schwer zu begreifen? Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It's so good to stay in bed. And I know they're talking heads, but Marc und Mike waren eigentlich eingebucht für 200, aber durch 1. Mai Feiertag, späte Buchung, Commerzbank, können wir sie erst heute vorlesen. Ja, Marc 200, schreibt, 200 plus 1. Mai sind halt dann genau. Folge 201. NAV 200, lol, schreibt Marc. Und Mike schreibt, 200, yeah, Grüße, Moik MC. Und Thomas und Gregor, die haben uns noch vor Ort beschenkt. Gregor dankt seiner Schwester Eva für die Empfehlung. Und wir sollen es nicht seiner Frau sagen, dass er uns so viel Geld mitgebracht hat. Okay, okay. Außerdem Produzenten heute Michael. 150, bitte weitermachen bis Folge 500. Christian, 50, Grüße gehen raus an Sky, durch den ich den Aufwachen überhaupt erst kennengelernt habe. Na dann, Sky, vielen Dank an dich für die Empfehlung. Tobias, 52,50, war mal wieder überfällig, schreibt er. Ulrich, 50, Marius, 50. Happy 200th, höre euch seit circa einem Jahr. Erstes Arztgehalt, erste Unterstützung. Begleitet mich auf dem Weg zur Arbeit. Corena, 44 Euro, ein fettes Danke für 199 spektakuläre Folgen. Bitte unbedingt weitermachen. Hast du uns fett genannt? Lassen wir das mal durchgehen. Tim, wie viel war das? Jetzt habe ich mich hier vertippt. 56 Euro, 50 Euro? Danke, schreibt er jedenfalls. Norbert, 60 Euro für Folge 200. Vielen Dank. Markus und Tanja, 50 Euro. Vielen Dank für ein wunderbar inspirierendes Format. Bitteschön. Michael, 50 Euro. Danke fürs Aufwachen. Muss euch jetzt endlich auch mal unterstützen. Findet hoffentlich viele Nachahmer. Und Johannes schickt 46,50. Nachdem meine Firma seit diesem Jahr ungefragt, Klammer auf, ich finde es gut, Klammer zu, monatlich die Centbeträge hinter dem Komma meiner Lohnabrechnung für gemeinnützige Zwecke abzieht, ziehe ich nach und sende euch von nun an monatlich die ersten beiden Stellen vor dem Komma geteilt durch 2. Solange mir eure Arbeit so gut gefällt wie die letzten 100 Folgen und mir Stefan mit seiner Arroganz unerträglich gegenüber Wälzer, Klammer zu, ein super Spiegel vorhält. Na dann. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ich deute es mal. Wohlwollend. Ansonsten eine sehr lange Unterstützerliste. Die ist so lang. Die lesen wir heute am Ende vor, wenn ihr nichts dagegen habt. Damit wir jetzt... Ich kann noch jetzt. Hast du die drei, die ich dir geschickt habe, noch reingemacht? Achso, nee, die habe ich jetzt. Die kamen so verstreut auf unterschiedlichen Kanälen. Das sind Marco und Ulrich und Thomas. Okay. Und Ulrich war derjenige, der uns vor der Veranstaltung die Kaffee ausgegeben hat. So kann man auch Produzent werden, habe ich ihm gesagt. Und wer hat unsere Komplettliste da übernommen? Ja, das war Ulrich. Ach so, Ulrich war es, okay. Ja, vielen Dank, Ulrich. Großartig, ich finde, wir haben es gut über die Bühne gebracht. Ich wusste ja von nichts. Mein einziger Beitrag war ja, einen Wecker rechtzeitig zu stellen, damit ich 4.25 Uhr auch aufstehe. Alles andere war ja Thilos Leistung. Ja, ist anscheinend in die Hose gegangen für manche. Darüber können wir jetzt mal reden. Ja. Liebe Leute, wir laden uns doch nie Sigmund Gottlieb ein, um ihn auf der Bühne zu verprügeln. Habt ihr zu wenig? Das muss ein Schlachtfest werden. Also ich sag mal so, unser Auftritt mit Sigmund fiel ja zusammen mit Donald Trump, bricht ein Interview ab. Theresa May steht auf der Straße und hält eine kurze Rede und sagt, die in Brüssel, die mischen sich bei uns ein wie die Russen im Wahlkampf. Ja, also alles auf Konfrontation gebürstet. Wir werden gleich die schlimmste Debatte aller Zeiten, die man sich überhaupt mal getraut hat, zu senden, gucken. Zwischen Le Pen und Macron. Ein unwürdiges, schauerliches Schauspiel. Also absolut desaströs. Und wenn wir uns jemanden einladen, der nicht ganz aus unserem Lager ist, dann machen wir das aus allererster Linie
aus Unterhaltungszwecken, zum Spaß und um ein paar Sachen zu erfahren. Und ich muss sagen, innerlich bin ich total zufrieden, ja. Erstens, solche Situationen, also dass ich hier so zwei Podcaster, die eigentlich nichts zu melden haben, ja, mit so einem ehemaligen Chefredakteur des Öffentlich-Rechtlichen treffen, die gibt es eigentlich gar nicht. Also schon, dass wir das hingebekommen haben, überhaupt so ein Gespräch zu machen. Ja, ich meine, Sigmund Gottlieb, der redet noch nicht mal mit seinen Mitarbeitern oder so, ja. Also selbst da musst du 10.000 Termine machen und dann verschiebt sich das ewig und du hast immer nur Kontakt mit der Sekretärin und du kommst zu nichts. Dass wir jemanden für 2 Stunden und 20 Minuten in ein Gespräch vor Kamera und mit Publikum verwickeln konnten, ja, ist schon mal für sich, also es gibt dafür kein anderes Beispiel. Könnt jetzt gerne gucken, ja, ob ihr irgendwo auf YouTube oder so ein 2,5 Stunden Gespräch mit Sigmund Gottlieb findet oder irgendeinem anderen Chefredakteur, der da Verantwortung hat. Sowas gibt's einfach gar nicht. Und dann inhaltlich, wir haben zu ihm gesagt, ey Sigmund, da war viel zu viel Kanzleramt da. Immer in deinen Nachrichten. Und er so, ja, stimmt. Und übrigens, da war auch zu wenig Senders und gar kein Mélenchon. Ja, ihr habt recht, hat er gesagt. Ja? Sigmund, dein Studio, das ist ja totaler Fake. Und er so, ja, ja, ich weiß, das ist Quatsch. Also, wir haben sozusagen nach und nach... Sigmund, du bist in der CSU, das ist ein Problem. Ja, stimmt. Nee, vielleicht doch nicht. Aber ja, und schön, dass wir darüber sprechen können. Ja, ist doch Deutschland und so. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was man... Also, bei Twitter... Super Rückmeldung, selbst bei YouTube sehr gut und im Forum alle total, ich hätte es besser gemacht, totale Zeitverschwendung und so. Ich würde sagen, inhaltlich, das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass er eben nicht drauf eingegangen ist, als wir meinten, diese ganze Veranstaltung, die dich da unterhält und die du mit organisiert hast, die ist vielleicht ein bisschen teuer. Und er so, nee, wir sind der transparenteste Laden aller Zeiten. Ja? Und dann konnte er nicht mal selber die Fußballzahlen irgendwie wissen. Ja? Also ich meine, da hätte ich mir ein kleines Eingeständnis gewünscht irgendwie. Oder sein Gehalt. Ja, oder bei seinem Gehalt. Na gut, Gehalt. Ich meine, wir reden auch nicht über unser Gehalt, wobei wir es nicht müssen im Sinne von Transparenz, Zwangsfinanzierung. Ich hab auch nur gefragt, weil er von Transparenz gesprochen hat und gesagt, das ist öffentlich einsehbar. Und wenn so Politiker und auch Öffi-Politiker wie Gottlieb anfangen, dann kann man ja nachfragen. Das Einzige, was ich jetzt selbstkritisch sagen würde, wäre, wahrscheinlich habe ich am Anfang zu lange gequatscht, weil ich hätte nach 50 Minuten gerne Publikumsfragen schon gemacht, aber dann wollte Thilo noch ein bisschen nachziehen, verstehe ich auch. Und dann sind wir halt erst nach einer Stunde 35 zur ersten Publikumsfrage gekommen, die übrigens alle top waren. Also wirklich jede einzelne Frage. Selbst die ersten am Anfang mit Sigmund einfach mal fragen, habe ich denn da ein falsches Gefühl, wenn ich mich nicht ernst genommen fühle, wenn ich deine Sendung gucke, ja, ist auf den Punkt richtig gestellt gewesen. Also in der Hinsicht, ich finde, wir hatten ihn gut locker gequatscht, wir hätten mehr Publikumsfragen machen können. Wobei ich auch nicht weiß, ob es noch welche gab. Wir haben ja dann am Ende, hat jedenfalls keiner aufgemuckt. Ich wollte gerade sagen. Aber in der Hinsicht. Ich meine, ich hatte ganz am Anfang, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, bevor wir ihn überhaupt auf die Bühne holen, wollte ich mich eigentlich nochmal vor allen bei dir bedanken, weil danke sagen für 200 Folgen, weil es macht mir seit 2 Jahren ziemlich Spaß und ich bin stolz darauf, dass wir das beide jetzt schon 200 Folgen lang geschafft haben und dass das so bergauf geht, dass sich das so etabliert hat. Geht mir ebenso. Ich weiß, dass viele Journalistenkollegen zuhören hier. Ich weiß, dass viele Journalistenkollegen hier zuhören, die zum Beispiel solche Sachen wie Sigmund Gottlieb Gespräche mit ganz offenen Ohren verfolgen und dann nie darüber twittern. Aber so ist es. So ist es. Man muss es immer sagen. Ja. Weil so viele so Kampf erwartet haben, ja, dass wir uns Sigmund Gottlieb einladen und dann vor euch ihn irgendwie verprügeln oder so. Ja, also, aber ich meine, das ist doch, also ich habe es ja gerade schon gesagt, wer erwartet dann ein Schlachtfest. Ja, also ich sag mal so. Wir sind wir auch gar nicht. Ich meine, ich bin einfach so von der Persönlichkeitsstruktur überhaupt nicht. Ich kann das gar nicht. Vor allem nicht vor Publikum. Ihr kennt doch Jung und Naiv. Da ist ja auch mal der Vorwurf. Du hast Frauke Petri sympathisch rüberkommen lassen. Und das ist dasselbe jetzt bei Gottlieb gewesen. Gottlieb ist irgendwie nicht blutend, mit blutender Nase aus dem Gespräch gekommen. Was ist denn da los? Ja. Ich will mal so sagen, Sigmund Gottlieb war... Wir sind gute Gastgeber. Das zum einen. Und Sigmund Gottlieb war schwer beeindruckt. Bis hin zu auch ein bisschen angeschlagen. Es kann ihm jetzt alles egal sein als Rentner, aber wenn man irgendwo einen Kampf austrägt,
also den, den manche da erwartet haben bei unserem Forum, dann ist das ja nicht sozusagen wir gegen ihn direkt, sondern er kommt zu uns. Und wir haben dann 2 Stunden Talk. Und es sitzen 2 Leute vor der Kamera und es sitzen 2 hinter der Kamera. Und wir haben da 4 Kameras. Und wir brauchen dafür genau einen Teiler, um das zu machen. Und der schneidet das danach auch. Und der hat das noch am gleichen Tag fertig. Und mit Jörg Wagner haben wir noch genau einen für den Ton. Wenn wir jetzt, wenn Sigmund Gottlieb gesagt hätte, hey, ich will mal eine Veranstaltung mit am besten so 2 jungen Vertretern irgendwie, organisiert mir das doch mal. So, du hättest 3 Sekretärin gehabt, die allein mit der Gästeakquise beschäftigt wären. Regisseur, Aufnahmeleiter, 3 Kameras, 3 Leute an den Kameras. Ton. 2 Leute, die für den Ton vor Ort zuständig sind. Einer, der die Tonregie macht, das alles nochmal zusammenbindet. Ja, also du hättest, also sagen wir mal so, hier standen Milliardenbudget gegen 1000, also nicht mal vierstelliges, nicht mal einen vierstelligen Aufwand sich gegenüber, ja. Und da, und das kriegen doch auch alle mit, wie das so läuft mittlerweile, ja. Und wenn wir dann noch auf der Bühne sagen, ach, hier mit diesem Telefon, er sagt, na, das ist eigentlich Quatsch, ja. Und ich frage dann, ja, was ist denn heute alles Quatsch? Na, so ein Laptop ist auch Quatsch, ja, dann, also was will man da, was sucht man da noch mehr an Kontroverse irgendwie, dass er in Tränen ausbricht und sagt, Scheiße, 1 Milliarde Budget pro Jahr für den Bayerischen Rundfunk, wir wissen nicht wohin, ja. Und dann sitzt halt nach 2 Stunden, 3 Minuten da und sagt, Innovation, Innovation, Innovation. Also in der Hinsicht. Ich glaube, manche Leute brauchen diese Insights mit dem großen Hammer, ja. Also die müssen echt mit der Kontroverse ins Gesicht geschlagen werden, ja. Anstatt einfach mal aufmerksam zuzuhören und einfach so zwischen den Zeilen auch zu lesen. Also das, nee, die Leute wollen heute Tränen so sehen, ja. Das ist so, ja. Man guckt zu RTL und da ist so eine Sendung, wo so Leute singen und die kennt man aber nicht und plötzlich singt jemand ganz gut und dann hält man es genau 3 Silben Gesang aus und dann muss schon der Applaus kommen, weil man es überhaupt nicht aushält, seine Emotionen zurückzuhalten, ja. Und man will heute auf der Bühne die Leute Tränen überströmt sehen, ja, dann glaubt man, oh, jetzt hat es eine Wirkung erzielt. Ja. Irgendwie. Also ist völlig. Sollte Gottlieb von der Bühne stürmen oder was? Also wäre das dann der Erfolg gewesen? Ja, ich will nur noch mal eine innerliche Sache anmerken. Weil Thilo kommt ja auch mal mit diesem normativen CSU, CSU und es gab ja dann die eine Szene, wo ich ihn eigentlich gebeten habe, bitte Sigmund, jetzt mach hier nicht auf kleinen Max, sondern frag doch mal Thilo zurück, wo ist das Problem mit der CSU-Mitgliedschaft? Ja? Wenn diese Frage jetzt aus dem Publikum gekommen wäre, also wer mehr, das Wissen ist ja jetzt mittlerweile bei uns überall da. Ulrich Wilhelm, CSU, CDU-Pressesprecher zuerst, ja, und dann CSU-Intendant. Sein Chefredakteur, CSU-Mitglied, ja, erzählt da ganz offen bei uns auf der Bühne davon. Nee, von Nietzsche hat er nichts gewusst, aber... Ja gut, ich meine jetzt nochmal ihn, aber Nietzsche natürlich tritt da in seine Fußstapfen. Also es ist ein CSU-Laden, aber... Der Bayerische Rundfunk, ist das, muss man sich das so vorstellen, dass bei lauter bayerischen Opa Ennos und Oma Ernas zu Hause irgendwie so ein 1984 Fernseher an der Decke hängt, ja, der jeden Abend dann nochmal die CSU-Dogmas reindrückt? Also diese Zahlen, die ich jetzt mal kurz nenne, die hätte ich genannt, um Sigmund Gottlieb auf der Bühne gegen das Publikum zu verteidigen, das mit normativen Argumenten kommt. Bei Thilo habe ich es mir da nicht so getraut, aber Fernsehland Bayern, ich fasse mal zusammen. Die ältesten Zuschauer Deutschlands wohnen in Bayern. Sie sind im Schnitt 64 Jahre alt. Ja, also, Punkt Nummer 1. Die ältesten Fernsehzuschauer der Welt in Deutschlands, Bayern. Wo wird denn eigentlich am wenigsten Fernsehen geguckt in Deutschland? Oh, Bayern. Mal nur zum Vergleich, ja. In Sachsen-Anhalt gucken sie fast 2 Stunden mehr Fernsehen pro Tag als in Bayern. Fast 2 Stunden. Ja, es gibt auch viel mehr Arbeitslose in Sachsen-Anhalt. Ja. Daher kommt es. So, also. In Bayern müssen sie halt arbeiten, ja? Genau. In Bayern wird so wenig Fernsehen geguckt wie nirgendwo sonst in Deutschland. Die Leute sind so alt wie nirgendwo sonst. Das Bewegtbild im Internet ist auch omnipräsent, wie überall. Anteil Fernsehinhalte an Bewegtbild im Internet 3%. Ja, die Zahl ist so klein, ihr habt sie gerade nicht gehört. 3%. Also. Der Bayerische Rundfunk, also das Fernsehen findet überhaupt nicht im Internet statt, der Bayerische Rundfunk erst recht nicht. So, jetzt kann man natürlich sagen, also in Bayern, da gucken die 64-Jährigen noch 195 Minuten am Tag Fernsehen. Das klingt irgendwie ganz viel und die sind noch super alt. Wie hoch ist der Marktanteil des Bayerischen Rundfunks? 6,9%. Also wenn wir jetzt die Kapazität für politische Indoktrination des Bayerischen Rundfunks einmal runterbrechen, heißt das, pro Tag gucken
die 64-Jährigen mit ein bisschen plus minus 15 Minuten Bayerischen Rundfunk. Jetzt kann jeder mal kurz den Selbsttest machen und genau in diesem Moment, wo er das jetzt hört, mal zu seiner Fernbedienung greifen und den Bayerischen Rundfunk einstellen und für 15 Minuten gucken und dann überlegen, weiß er jetzt mehr darüber, wie man Pflaumenkuchen backt? Weiß er jetzt, wie grüne Wiesen aussehen? Hat er vielleicht ein paar Zootiere gesehen oder ist er jetzt CSU indoktriniert? Also die Wahrscheinlichkeit, dass man 15 Minuten abbekommt, indem man gerade CSU indoktriniert wird, die ist sehr gering. So, wenn dann die Bayern, die es nie machen, doch mal Bayerischen Rundfunk gucken. Ja, in Bayern gibt es 12 Millionen Einwohner. Wann gucken denn eigentlich mal mehr als 3 Millionen Menschen in Bayern Bayern 3? Was kommt denn dann? Die große CSU-Show oder, oh nein, was steht denn hier auf meinem Spickzettel? Es ist nicht der politische Aschermittwoch, sondern es ist der Nockerberg. Also in dem Moment, wo die Bayern mal alle zusammen vorm Fernsehen sitzen und Bayerischen Rundfunk gucken, ja, kriegt die CSU mal so richtig auf die Fresse. Dann wird sie als Nazi-Partei hingestellt, dann wird ihre Flüchtlingspolitik kritisiert, dann wird sich über jedes Personal lustig gemacht. Und das ist die lustige Sendung, ja. Zweiterfolgreichste Sendung beim Bayerischen Rundfunk. Ich meine, man könnte ja argumentieren, okay, die Leute gucken keinen Bayerischen Rundfunk mehr, eben weil sie wissen, es ist der CSU-Sender. Zum Beispiel. Wir vergleichen mal Nockerberg, 3 Millionen Einschaltquote, ja. Also das ist der höchste Wert in eine Sendung im Bayerischen Rundfunk, wenn die CSU mal so richtig auf den Deckel kriegt, ja, dann gucken sie alle zu. Politischer Aschermittwoch kommt nicht im Fernsehen, sondern nur bei YouTube und wir haben ihn ja hier auch geguckt, der ist jetzt schon ein paar Monate her. Einschaltquote bis heute bei CSU TV, bei YouTube, weniger als 4.000. Ja, also die sind immer noch bei 3.000 irgendwas. Also Nockerberg, die CSU kriegt richtig auf die Fresse und es wird beim Bayerischen Rundfunk übertragen. 3 Millionen Zuschauer. Die CSU macht einen politischen Aschermittwoch, kommt in keinem Fernsehen, kommt nur auf YouTube, gucken 3.000 Leute zu. Der Faktor ist also 1 zu 1.000, ja, wo, bei dem das unterschieden ist. Zweiterfolgreichste Sendung, fast nach in Franken. Da kriegt die CSU genauso auf die Fresse, ja. Also den Bayerischen Rundfunk so als den CSU-Sender und das ist ein Megaproblem. Nee, die Leute, die haben das schon entschieden, dass sie das nicht mehr gucken wollen, ja. Und wenn sie es gucken, dann sind das so diese Abendprogramme, vielleicht nochmal diese Nachrichten, diese Rundschau. Könnte man jetzt Richard Gutjahr fragen, fühlst du dich als CSU-Sprachrohr oder nicht, ja. Also, es ist nee, so, aber ich meine, mein Punkt wäre ja insbesondere, wir wollen ja, dass die Leute den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzen, weil wir sind ja auch ein Supporter davon. Und ein Argument wäre, wenn die CSU nicht so stark wäre, dann würden vielleicht auch mehr Leute den Bayerischen Rundfunk gucken. Genau, aber das ist ein Testlauf, den muss der Bayerische Rundfunk selber finden. Wenn Sie jetzt Christian Nitsche als, ich weiß nicht, wie alt er ist, 40 Jahre oder so, der macht das jetzt 20 Jahre, also der muss das jetzt irgendwie abwickeln die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, die er da hat. Das ist wie bei Springer und Bild, ja, also Kai Diekmann hat es jetzt schon halbiert und jetzt ist halt Julian Reichelt da und es wird sich nochmal halbieren und irgendwer muss dann halt mal zuschließen. Ja? Also das ist jetzt die Situation. Da muss man niemanden auf der Bühne dafür nochmal eine blutige Nase hauen oder so. Ja, das verstehen jetzt alle mittlerweile von selbst. Und was man ansonsten mal zur CSU-Propagandamaschine Bayerischer Rundfunk sagen muss, die CSU regiert ja tatsächlich in Bayern und die hat ja auch seit sehr vielen Jahren entweder eine eigene Mehrheit oder regiert da so mit so einem kleinen Koalitionspartner, den dann auch keiner mehr im Blick hat. Aber wird Bayern gerade schlecht regiert? Muss man da immer so wütend irgendwelche YouTube-Videos gucken und sagen, ach, der kommt aus Bayern, ihr habt ihn nicht genug verprügelt? Nein, Bayern ist ein super regiertes Land. Niemand, also das ist jetzt ein Vergleichsargument, ja, nicht absolut, ich hätte es mir auch besser gewünscht, aber wenn jemand die Flüchtlingsbewegung gut gemanagt hat, dann sind das einfach mal die Bayern, ja. Von der Erstaufnahme mit mehr als 10.000 pro Tag in Passau, Unterbringung, Arbeitsmarkt, Bildung, Schule. Ja, niemand hat so viele Lehrer eingestellt wie Bayern, um sozusagen in Schulklassen zu integrieren und nicht irgendwelche Sonderschulklassen wie Nordrhein-Westfalen so einen Scheiß zu machen, ja. Also diese Ablehnung und Abneigung gegen Bayern finde ich zwar auch ganz lustig, aber man darf sie dann auch nicht übertreiben. Ja? Also wir haben es jetzt nicht irgendwie mit so einem Nordkorea im Süden da zu tun, dass wir am liebsten abspalten wollten oder so, sondern das ist schon alles okay irgendwie, wie das in Bayern läuft. Und wenn dann die ganze Führungsspitze des Bayerischen Rundfunk der Partei angehört, ja, dann muss man sagen, okay, die Leute haben schon entschieden, dass sie das nicht gucken. Und die gucken es halt auch nicht. Ja, die ältesten Zuschauer, ohnehin am wenigsten Zuschauer Zeit. Ja? Und online findet es einfach nicht statt da. Egal, also da kann er dann Innovation, Innovation, Innovation rufen. Ja, diese Punktsiege sind alle schon eingefahren, die ihr da nochmal so auf der Bühne, ich möchte ihn Tränen überströmt sehen und so. Völlig Quark. Ich meine, ich wollte auch noch anmerken, wir haben
die Kritik ja auch in der Form nicht bekommen, als wir mal, wir haben ja auch schon viele, viele andere AD-Grannen in der Sendung gehabt. Da kamen die Vorwürfe nicht, ihr habt ihn nicht geschlachtet, ja. Aber bei Gottlieb. Gottlieb ist ein cooler Typ. Ich fand das sehr nett, auch hinter der Bühne danach noch mit ihm und so. In der Sicht vielleicht sollten wir daraus lernen, dass wir dann für die nächste Jubiläumssendung, wenn wir da irgendwie einen Gast haben, dass wir vorher einfach den Gast ansagen, dann können die Leute, die sich sagen, das tue ich mir nicht an, ich habe mich nach 10 Minuten gelangweilt, können sie sagen, okay, ihr könnt gleich weg, ihr könnt gleich wegbleiben. Dieses Zugeständnis würde ich auch machen, was ich auf gar keinen Fall machen würde, zu sagen, na, dann laden wir uns mal Volkers Pispas ein und dann nölen wir mal 2 Stunden über die Regierung ab, ja. Also, das wäre das Langweiligste überhaupt. Könnt ihr nicht mal Ken Jebsen einladen? Dann ist es nicht so kontrovers. Ja. Nee, Leute. So, Thilo will uns irgendwas Öffentlich-Rechtliches mitbringen, bevor wir dann... Ja, bevor wir in die Debatte einsteigen, habe ich mir gedacht, wir gucken uns jetzt mal zusammen die neuen Programmtrailer der ARD an, weil die sind grandios. Oh, da können wir einen Unterbietungswettbewerb machen. Und, weil wir haben ja... Weil Stefan... Mhm. Warte erstmal ab. Ja. Du kennst sie noch nicht, die sind ganz neu. Und wir fangen mal mit dem ersten an. Es gibt nämlich 2, die sind 30 Sekunden lang und da steckt so viel drin. Und liebe Leute, Programmtrailer 1. Informationen begleiten uns den ganzen Tag. Sie bewegen uns. Motivieren und inspirieren uns. Und sind manchmal wirklich schwere Kost. Informationen brauchen Einordnung. Sie bestehen selten aus nur 140 Zeichen. Und manchmal reichen Worte allein nicht aus. Darum sind zuverlässige Informationen wichtig. Keine Halbwahrheiten. Das Erste, wenn es wichtig wird. Das müssten wir streng genau nochmal neu vertonen. Weil der eigentliche Ton, der da drauf muss, ist ja, ohne Bilder wäre das hier alles total sinnlos. Vielleicht hören Sie manchmal auch auf die Informationen, die wir Ihnen erzählen, aber ohne die Bilder. Haben Sie gerade das traurige Mädchen gesehen? Haben Sie gerade den Mann am Strand gesehen, der gerade angeflüchtet kam? Haben Sie gerade gesehen, wie der die Brandbombe geworfen hat? Ohne Bilder sind wir nichts. Das wäre die Botschaft gewesen. Ich finde bemerkenswert, dass die wirklichen Journalisten der ARD, die tolle Jobs machen, da überhaupt nicht vorkommen, sondern nur entweder die Nachrichtenvorleser, diejenigen sind, die den Leuten sagen, hier, wir machen euch die wichtigen Informationen, oder die Talkshow-Master. Stimmt. Die schmeißen Karin Mioska, Ingo Zamperoni, die, wo man sagen kann, okay, die machen noch täglich Journalismus in irgendeiner Weise, was wir hier ja dann täglich kritisieren, aber die Talkshow-Master noch dazu holen, holy shit. Ja, Sigmund hat uns ja auch gesagt, Jan Hofer sei ja ein ganz toller Journalist, ne? Jan Hofer ist ja Chef-Tagesschausprecher, das ist ja seine Bezeichnung. Und er steht ja seit 30 Jahren im Safe Space Studio und wichtet allenfalls nochmal Agenturmeldungen. Sonst findet da ja nichts statt. Das ist grandios. Gut, und es gibt noch einen zweiten Trailer, den gucken wir uns auch noch an. Informationen begleiten uns durch den ganzen Tag. Sie bewegen uns. Motivieren und inspirieren uns. Sie bestehen selten aus nur 140 Zeichen. Informationen brauchen Einordnung. Was stimmt? Was stimmt nicht? Darum sind zuverlässige Informationen wichtig. Keine Halbwahrheiten. Das Erste. Wenn es wichtig wird. Na Gott. Haben Sie den... Haben Sie die Frankreich-Debatte übertragen? Wenn es wichtig wird? Na. Also die Frankreich-Debatte, ne? Bevor wir dazu kommen, da wir Dienstag ja unseren langen Talk hatten, haben wir ja ganz verpasst, Nachrichtenrückschau zu machen. Mhm. Wir hören nur mal einen kurzen Clip. Das ist fast sozusagen die Nachrichtenwoche zusammen. Ist ja eigentlich nicht wenig passiert, aber Ingo Zamperoni hat sich doch lieber hingesetzt und gesagt, Information, Einordnung, Informationen begleiten uns den ganzen Tag. Okay, dann setze ich mich mal hin und anstatt mich für irgendwas zu interessieren, wälze ich nochmal irgendwelche alten Bücher und schreibe Moderationen. Ich weiß nicht, wie viele Testläufe es hierfür gab, aber das ist sozusagen, das ist der Clip, den wir auf gar keinen Fall verpassen dürfen von der letzten Woche, auf die wir natürlich nicht nochmal zurückblicken. Ich habe sie alle geguckt, es war nichts Interessantes dabei, außer diese Moderation.
Zwar sendet der Winter noch immer ohnmächtige Schauer körnigen Eises, doch immerhin vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Und so zieht es, ganz nach Goethe, die Menschen hinaus in die grünende Flur. Und auch wenn es klischeehaft klingt, in Deutschland ist des Volkes wahrer Himmel oft der Schrebergarten. Das ist ein Scheiß, das ist unglaublich. Wieso ist da keiner, der ihm das einfach mal rauskürzt? Und zwar begründungslos, weil sich das von selbst versteht. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt Tyler hier, der müsste das bewerten, ne? Der wäre Tränen überströmt. Oh, also es ist gruselig. Also diese Debatte. Sie war angekündigt bei Arte, weil liegt da irgendwie nah. Mhm. Dann musste Arte leider vorher mitteilen, nee, zeigen wir doch nicht, weil Lizenzbeschränkungen. Okay, also Lizenzbeschränkungen. Phoenix hat sich dann ins Feld geschmissen und ich dachte so, na gut, gucke ich mal bei Phoenix kurz rein, ob es auch wirklich kommt. Kam dann auch wirklich. Ich fand es unerträglich zu gucken und dachte, ich gucke es lieber morgen. Kriege ich plötzlich eine Nachricht, wo jemand mitgedacht hatte für uns. Ach übrigens, die wird es nicht in der Mediathek geben. Ich so, hä, wie, die wird es nicht in der Mediathek geben? Die wird also gesendet und nicht in der Mediathek. Es wäre ja super amüsant gewesen, wenn es die doch in der Mediathek gegeben hätte, aber dann 2,5 Stunden eingeblendet mit blauem Bildschirm, ne? Wie wir das beim Fußball in den Tagesthemen kennen oder so. Darf nicht, also wie wir das aus der ersten Debatte schon in den Tagesthemen gesehen hatten. Dann habe ich also mein altes Konto beim Online-TV-Recorder reaktiviert und ein bisschen Geld draufgeladen und habe dann die als nicht Debatten deklarierten Sendungen zu dieser Zeit am Vorabend bei Phoenix runtergeladen in 3 Abschnitten. Und habe es dann nachträglich zusammengebaut. Also es war also ein Hürdenlauf, ja, um zu diesem Video zu kommen, weil beim Online-TV-Recorder leiten wir es wieder im AVI und AVI kann dann wieder vom Videoschnittprogramm nicht einfach so gelesen werden, also muss man es nochmal umwandeln und so. Also ich habe es quasi mit Handbrake einmal umgewandelt, dann habe ich es zusammengebaut, damit die Überlappung der 3 unterschiedlichen Sendungen, die ja nur eine sind, nicht drin sind. Dann habe ich es einmal rausgerendert in ganz geringer Bildanzahl, weil 2,5 Stunden Videomaterial will man ja doch am Stück irgendwie gucken und dann saß ich nochmal 1/2 Stunde da und habe das gerendert und dann hatte ich es irgendwann mal bereit, ja. Also wir gucken jetzt eine Version, die absolut verschwommen ist, weil sie 3-mal hin und her gerendert und sowieso nicht HD zur Verfügung gestellt wird. Sie wird ja nicht mal im Fernsehen HD gesendet bei Phoenix. Also es ist, um eine französische Debatte dann mal zu gucken, ja, muss man echt so einen Hürdenlauf machen. Und das ist wirklich ein bisschen merkwürdig, weil wir haben ja von ZDF gelernt, Winnie Häscher und so. Also der Mélenchon, der war ja genauso europafeindlich und nationalistisch wie Le Pen. Oder war das Bernd Ulrich von der Zeit? Egal, beides. Genau, also alle. Es gab ja eine deutsche Phalanx von, die sind alle scheiße, außer Macron. Am Sonntag, dem 30. April, als die Sendung Berlin Direkt und Berlin Indirekt gerade durchlief. Also sie waren so gerade absolviert. Sie wussten, bis zur Wahl haben wir keine weitere Sendung. Wir müssen nichts mehr journalistisch aufarbeiten. Hätten sie das gemusst, ja, wäre ihnen allen der Kopf explodiert, weil Macron plötzlich dem BBC ein Interview gegeben hatte in der Botschaft. Ja, also klar trete ich für die EU ein, aber doch nicht dafür, dass alles so bleibt. Wir müssen die EU, das ist Martin Schulz sogar noch, was ich hier gerade vorlese. Er hat getwittert. Klar trete ich für die EU ein, aber doch nicht dafür, dass alles so bleibt. Wir müssen die EU endlich wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Also Martin Schulz, unser deutscher Kanzlerkandidat, findet, die EU ist gerade komplett falsch rum, ja? Von Kopf auf die Füße, das heißt eine 180-Grad-Wende. So mal ein bisschen reininterpretiert, nicht überinterpretiert. Das hätte man uns mal erklären müssen, bis heute nicht aufgegriffen worden. Marine Le Pen bei Spiegel Online hat einen Rückzieher gemacht. Anstelle der Liquidation des Euro schlägt Le Pen nun eine Art weichen Ausstieg vor. Erst einmal mehrmonatige Gespräche, Zitat, mit unseren europäischen Partnern, gefolgt von einer Volksbefragung. Am Ende der Verhandlung werde ich den Franzosen die Entscheidung anvertrauen. Also sie hat sozusagen dieses britische Modell plötzlich runtergestaffelt und dann am 1. Mai, also nachdem die ganzen ZDF-Sendungen und so weiter durchliefen und man wusste, okay, bis zur Wahl müssen wir uns damit nicht mehr befassen, ja, hat Macron der BBC ein Interview gegeben und meinte, wenn ich die EU so weiterlaufen lassen würde, wäre das Betrug an meinen Wählern. Es würde Frexit oder Front National bedeuten. Also Macron, dieser Europafeind. Ja, Macron hat sich auf eine Stufe mit
Le Pen gestellt, nicht mal mit Mélenchon. Ja. Mélenchon hat es ja verbunden an Bedingungen. Das hat Macron hier gar nicht gemacht, sondern einfach nur gesagt, wenn ich sie so weiterlaufen lassen würde. Aber das, im Grunde heißt das hier, egal was passiert, wenn es so weitergeht, Frexit. Ja? Also nicht mal an Bedingungen oder so wie Mélenchon, der sagte, wir können ja mal was Soziales probieren oder so, sondern er hat einfach mit Frexit gedroht und der Arbeitsauftrag war, ihr müsst mir entgegenkommen. Ja? Ich mache nicht mal einen Vorschlag, sondern ich stelle einfach den Frexit in den Raum und ihr müsst dann mal gucken, ob ihr das so lassen wollt. Also unglaublich eigentlich. Ja? Und es war eigentlich eine Dynamik, wo man denkt, naja gut, jetzt haben die in einer Woche Wahlen und jetzt gibt es noch so eine TV-Debatte. Eigentlich müssen doch die Sender alles daran setzen, um uns darüber zu informieren und sie sogar live zu zeigen. Also ja, sie haben uns auch informiert. Das habe ich jetzt, das sollten wir jetzt die 20 Sekunden nochmal vor der Debatte angucken, weil bei der letzten Horse Race Berichterstattung im ZDF, letzten Freitag im Heute-Journal, wurde uns mitgeteilt, wen die Deutschen denn wählen würden. Rate mal. Wen sie lieber im Élysée-Palast sehen würden, auch das ist eindeutig. 77% wünschen sich den sozialliberalen Pro-Europäer Emmanuel Macron als nächsten französischen Präsidenten. Nur 8% sind für die rechtsextreme Marine Le Pen. Weniger eindeutig die Anhänger der AfD. Gut jeder Dritte ist für Le Pen, fast genauso viele für Macron. Ein weiteres Drittel ist unentschieden. Toll, liebe AD. Ich bin jetzt um einen unglaublichen Wissensschatz reicher. Also diese Debatte, die nur bei Phoenix kam und dann nicht, also weder im Internet noch sonst irgendwo, also die sich auf Deutsch nicht nachgucken lässt, wenn man sie nicht auf Phoenix live guckt, hat tatsächlich 370.000 Zuschauer gefunden bei Phoenix. Ja? Und das ist also doppelt so hoch wie alles andere, was sonst bei Phoenix um dieselbe Tageszeit läuft. 160.000 unter 50-Jährige, also das ist ein echter Publikumserfolg. Und jetzt gucken wir mal rein in diese Gruselveranstaltung. Vielleicht kann man sagen... Ich hab's ja nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt auf diesen Himmelsgänger. Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter, proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist. Den möchte ich jetzt sehen. Ja, dann gucken wir uns den mal an. Also es gab einen sehr gemütlichen Einstieg. Sagen wir mal so, diejenigen, die Frankreich so als, ach ja, selbst am englischen Königshaus redet man Französisch und George und seine Schwester werden jetzt auch schon Französisch lernen, weil sie natürlich bilingual erzogen werden. Und die primäre Sprache ist eigentlich die französische, selbst am englischen Hof lange gewesen. Wir hören jetzt mal aufgrund dieser Erwartung Frankreich, das Land der schönen Sprache, der Gemütlichkeit und der Höflichkeit. Zumindest am Anfang ging es noch sehr gemütlich zu. Ja, guten Abend und herzlich willkommen, Marine Le Pen. Herzlich willkommen. Guten Abend, Nathalie, und guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu dieser Diskussion vor dem zweiten Wahlgang. Wir sprechen über Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Europa. Und Sie haben am Schluss noch eine Whitecard und können ein Thema Ihrer Wahl ansprechen. Und es geht darum, dass Ihre Redezeit natürlich gleich verteilt ist und Sie müssen sich gegenseitig zuhören. So, Ihre Redezeit ist gleichmäßig verteilt und Sie müssen sich gegenseitig zuhören. Die Nathalie, die das da moderiert, hat es wahrscheinlich mit Absicht gesagt, weil es wahrscheinlich nochmal ein Vorgespräch gab, bei dem sie schon abzeichnete, wie der Abend ungefähr wird. Deswegen haben sie sich auch am Anfang für sehr zurückhaltende Fragen entschieden, nämlich einfach den Kandidaten am Anfang zu fragen, jetzt sitzen Sie hier, vielleicht werden Sie in ein paar Tagen gewählt, wie fühlen Sie sich eigentlich? Ja, das ist ja so eine Frage, die ist auch für deutsche Verhältnisse ein bisschen ungewöhnlich. Merkel wurde ja damals auch gefragt von den amerikanischen Kollegen. Ja, Sie sind jetzt Kanzlerin, wie fühlen Sie sich eigentlich? Und sie so, Moment mal, ich soll jetzt über mich reden, über meine Gefühle. Ja, ich fühle mich irgendwie gut, weil eigentlich war sie schon in einem ganz anderen Modus. Und die beiden hier sind natürlich auch in einem ganz anderen Modus. Wir hören mal, wie Le Pen dieses Gespräch eröffnet, nachdem sie gefragt wird, wie fühlen Sie sich eigentlich? Wie fühlen Sie sich, Marine Le Pen? Ach, hören Sie, ich bin sehr glücklich über diese
letzten Tage, denn die Franzosen stehen vor einer entscheidenden politischen Entscheidung. Macron steht für wilde Globalisierung, für ungezügelte Liberalisierung, Prekarität, soziale Brutalität, der Krieg von jedem gegen jeden, Plünderung, gerade von unseren großen Industriekonzernen, ein Fokus auf Kommunitarismus und wirtschaftliche Interessen und alles gesteuert von Herrn Hollande, der ja noch immer noch am Ruder steht. Übertragen auf unser Gespräch mit Sigmund wäre das so: Ey Sigmund, wie fühlst du dich eigentlich? Du Hurensohn, du Gockel, du eitles Alphatier, du bayerischer Rundfunk-Indoktrinator der CSU, was unterstehst du dich hier nach Norden, nach Berlin zu kommen? Ja, so ungefähr. So wünscht man sich das wahrscheinlich auch in Deutschland. Also da haben wir wunderbares Anschauungsmaterial bekommen. Also Ich meine, sie wird gefragt, wie es ihr geht und sie gleich so, ja, das ist, mir geht's gut, aber das ist ein Arschloch. Da drüben sitzt die soziale Brutalität. Also, unglaublich. Macron nimmt jetzt irgendwie diesen Staffelstab auf. Er wird natürlich auch gefragt, wie er sich so fühlt. Monsieur Macron, wie fühlen Sie sich denn? Nun, Sie haben ja doch gezeigt, dass Sie auf keinen Fall eine feingeistige Kandidatin sind, die eine offene, ausgewogene, demokratische Diskussion. Und vielen Dank für diese schöne Demonstration, Madame Le Pen. Ja, er fing gar nicht an mit, wie fühle ich mich denn, sondern er gleich, ja, wie fühlen sich denn, Herr Macron? Also da drüben sitzt auf jeden Fall mal kein Feingeist. Ja, also es war übrigens sehr gut synchronisiert. Ich war ganz überrascht. Die haben das da echt ohne Wechsel 2,5 Stunden durch auf Deutsch und so. Wir hören auch gleich, wie die so langsam auch den Tonfall dann mit übernommen haben und nicht nur die Infos, die da drin vorkamen. So, der Talk ist jetzt 5 Minuten alt, aber wir haben ja schon gehört, Le Pen kann es nicht schnell genug gehen, hier irgendwie die Vorwurfsmaschine anzumachen. Und jetzt hat Macron ja Le Pen vorgeworfen, was Schäuble auch Martin Schulz vorwirft. Ey, du redest ja unser Land schlecht, uns geht's gar nicht so schlecht. Nun ist Schäuble, ja, also Schäuble kann dann so aus dem Vollen schöpfen und sagen, nee, uns geht's nicht schlecht, niedrigste Arbeitslosigkeit, höchste Sozialversicherungsbeschäftigtenquote und so weiter, grüne 0 beziehungsweise grüne 23 Milliarden und so. Im Grunde sind es ja eigentlich 9 grüne Nullen und eine 23, die er da mitbringt. Macron hat jetzt auch so ein Raketending abgefeuert mit, uns geht's ja gar nicht so schlecht und die Le Pen, die redet unser Land schlecht. Und an dem, wie Macron jetzt die Situation darstellt, können wir ungefähr ermessen, wie schlecht Le Pen das Land geredet hat, weil so richtig gut kommt es bei Macron auch nicht weg. Wirtschaft, Arbeitslosigkeit als nächste Themen. Herr Macron, erläutern Sie bitte Ihr Projekt. Wir haben seit 30 Jahren Massenarbeitslosigkeit. Das einzige Land Europas, das es nicht geschafft hat, das immer einzudämmen. 10% Arbeitslosigkeit, eine Jugendarbeitslosigkeitsquote, die besonders hoch ist. Da müssen wir insbesondere den kleinen und mittleren Betrieben, dem wirtschaftlichen Mittelstand, die Möglichkeiten schaffen, Arbeitsplätze zu schaffen, flexibler zu handeln, besser in der Wirtschaft sich zu vertreten. Ich möchte Dinge vereinfachen, indem ich ein Recht auf Irrtum einführe. Also, Macron, ja. Dem Land geht's gar nicht schlecht. Ja, wir haben halt die höchste Massenlosigkeit seit 30 Jahren und wir sind auch das einzige europäische Land, das es nicht in den Griff bekommt und so weiter. Und die Jugendarbeitslosigkeit, also ich meine, es gibt Länder, denen geht's noch schlechter, ist ja auch klar, ne? Aber sagen wir mal so, sie konnten sich ja beide darauf einigen, dass es gerade nicht besonders rosig läuft. Die Frage ist nur, und das hören wir bei Le Pen schon, ich sag's nur jetzt schon mal, weil man muss es ein bisschen vorbereiten. Le Pen wird im Laufe dieses Gespräches sagen, einerseits diesen berühmten Satz, den wir alle schon kennen, es wird auf jeden Fall eine Frau Frankreich regieren, entweder ich oder Frau Merkel. Das ist sozusagen der harmlose Satz. Man muss sie lassen, das ist ein guter Spruch aus ihrer Ecke. Das ist ein guter Spruch, den sie vorbereitet hat. Der mehrmals schon gebracht, ja. Genau, und einer, der eher spontan kam in diesem Gespräch, ist, ich sag's jetzt schon mal, ja, es ist unfassbar, aber sie hat tatsächlich zu Macron gesagt später, ja, also wenn Sie, liebe Wähler, Macron wählen, dann unterwerfen Sie Frankreich den Deutschen wie im Zweiten Weltkrieg. Also das ist die Debatte, die gerade läuft, ja. Und in der Hinsicht, also angesichts, sagen wir mal, dieses Minusniveau, ja, was da noch gleich erreicht wird, können Sie sich zumindest darauf einigen, dass es Frankreich nicht sehr gut geht. Die Frage ist dann, muss man es super schlecht reden oder reicht es einfach zu sagen, wir haben die höchste Massenarbeitslosigkeit seit 30 Jahren und wir kommen davon nicht weg. Naja. Hier wird jedenfalls, wurde sehr schön klar in dem Gespräch, worum es Macron so insgesamt geht.
Und es ist tatsächlich auch so ein bisschen diese deutsche Erfahrung, die man gemacht hat. Für soziale Sicherheit waren zu lange Unternehmen zuständig. Also Kündigungsschutz, irgendwelche, was weiß ich, Pensionsversprechen, Betriebsrente und so weiter und so fort. Und er möchte dafür wieder den Staat Verantwortung nehmen. Also sozusagen soziale Sicherheit von den Unternehmen abwälzen und dem Staat aufwälzen, ohne den Staat dabei aufzublasen. Er erklärt das hier mal noch so ein bisschen weiter. Wir brauchen höhere Beweglichkeit bei gleichzeitiger Sicherheit für die Arbeitnehmer. Und diese Reform geht einher mit einer Reform der Arbeitslosenversicherung und vor allen Dingen der beruflichen Weiterbildung, um die Menschen zu schützen. Ja, also wir haben mit Macron im Grunde Christian Lindner, ja? Also fast 1:1 würde ich sagen. Das hat gar nicht so viel mit SPD, Links irgendwas zu tun, sondern das ist so diese Christian Lindner Schiene, nur noch mit so ein bisschen Touch. Die Leute sollen nicht ganz, also er erkennt an, dass manche Menschen Hilfe brauchen und nicht sozusagen aus Ivy Schools in Amerika rüber nach Hause chatten und dann plötzlich dafür 100.000 im Jahr irgendwie arbeiten, sondern sie brauchen halt noch Hilfe und das soll dann der Staat übernehmen, soweit wie das eben französische Tradition ist, dass der Staat einfach für dich da ist, ja, in gewissen Momenten, aber es sollen eben nicht mehr so sehr die Unternehmen sein. Also, das ist jetzt auch nichts Neues. Also ich meine, ich habe ihn ja auch schon mit Lindner verglichen. Also das macht auch am meisten Sinn, dass er so eine Art FDPler ist. Und ich schätze mal, der Unterschied zwischen ihm und Lindner wäre, wenn er bei Pflegekräften wäre in Nordrhein-Westfalen, also beziehungsweise in der französischen, genau, in einem französischen Ort mit diesen Pflegekräften, dann würde er nicht wie Lindner da sitzen und sagen, naja, viel Glück, ne? Ja. Also der Macron wäre dann da schon ein bisschen feinfühliger und linker, man würde sagen, naja, aber da kümmern wir uns drum. Ja, also er würde wahrscheinlich genauso sagen, ihr Träger, ihr Unternehmen, ihr Betrieb, der sie hier gerade betreut, dem kann ich das nicht aufwälzen, sie zu schützen, aber als Kanzler kann ich sozusagen den Staat daneben so bauen, dass er euch unterstützt, wenn er ihn braucht. Ja? Also das ist so ungefähr dieses Macron-Modell. Es schimmerte auch in diesem 2,5-Stunden-Gespräch nicht so richtig durch, weil das war zum Beispiel einer der wenigen inhaltlichen Clips, ja, die wir gerade gehört haben. Der kam so ein bisschen unspektakulär daher, aber das Spektakel steckt darin, dass das einer der wenigen inhaltlichen Clips war. Wir hören jetzt mal Macron, ja, hat am Anfang noch, okay, ich kann hier eine Botschaft machen, und hat er auch gemacht und so. Jetzt hören wir Le Pen, sie steigt auch mal ins Gespräch ein und naja, gut, sie ist halt Le Pen. Wie sehen Sie das? Arbeitsmarkt und diese verschiedenen Themen? Herr Wirtschaftsminister, oder soll ich sagen, lieber Berater von Hollande? Also Ihre Vision des Arbeitsmarktes wollen wir hören. Er war Berater, er hat die Politik von Hollande unterstützt, er war Wirtschaftsminister. Nun, mein Rezept. Nein, wir sind Kandidaten für das nächste Mandat der Präsidentschaft. Warum haben Sie eigentlich nicht Herrn Hollande Ihre Rezepte eingeflüstert? Denn Ihre Ergebnisse waren ja außerordentlich schlecht. Denken wir doch an die Arbeitslosigkeit. Warum bewerben Sie sich jetzt für das höchste Amt, wenn Sie doch Zeit gehabt haben? Sie hatten doch freie Hand. Sie hätten doch diese Politik schon längst umsetzen können. Sie war doch katastrophal. Warum? Sie können ja nur eins. Sie verstehen sich nur auf eins. Den großen Konzernen helfen. Herr Wirtschaftsminister, Herr Berater von Hollande, den wir alle hassen und zu 94% ablehnen und überhaupt nicht verstehen, wie der jemals Präsident von uns werden konnte. Also das war Ihre Strategie. Das war auch Ihre einzige Botschaft. Ja? Nur, Herr Wirtschaftsminister, Sie sind doch ein Hollande de Miniature. Also nur voll drauf, volle Kanne. Zumindest ein Thema, ja, da ist sie spruchfähig. Offenbar ist die Strategie von Le Pen, alles, was irgendwie scheiße in Frankreich als scheiße angesehen wird, einfach mit Macron zu verbinden. Wo man ihr natürlich zugestehen kann, das ist ihr Glück, weil Macron war ja wirklich in der Regierung von Hollande und er hat ja auch wirtschaftsfreundliche Gesetzgebung probiert. Ja, und hat dann eben auch einen theatralischen Abgang gewagt, den sie nicht anerkennt. Aber für sie ist so dieses, er ist Establishment, er mit seinen 39 Jahren ist für alles verantwortlich, was die letzten 100 Jahre passiert ist und so. Le Pen möchte zu diesen Wirtschaftsthemen, also da ist sie absolut nicht spruchfähig, ist wirklich erstaunlich. Wir hatten es ja immer in diesem Deutsche Welle-Ding hier, wo er meinte, ja, man kann sich ja mal mit den Le Pen-Dingern auseinandersetzen, mit dem Programm und so, da muss ja tatsächlich nichts drinstehen, weil sie absolut unfähig ist, hier Argumente zu machen oder sich nachher total verheddert sogar.
Frankreich zuerst. Genau, Frankreich zuerst ist so die Botschaft und dann kommt nichts weiter. In einem Punkt ist sie dann doch spruchfähig und das hat mit einem europäischen Touch zu tun, weil Brexit und so weiter hat sich ja gelernt, das ist erfolgreich. Irgendwas mit der Entsenderichtlinie, ja? Kommen nicht einfach zu viele Ausländer hier und nehmen uns die Arbeitsplätze weg? Dann die Entsenderichtlinie haben sie nicht abschaffen wollen und 500.000 Arbeitsplätze sind für unsere französischen Landsleute unzugänglich. Warum? Weil sie gefüllt werden mit entsendeten Arbeitnehmern, entweder ehrlich oder unehrlich. Und die, die ehrlich sind, sind genauso zahlreich wie die, die unehrlich sind. Sie haben auch die ganzen Sozialabgaben nicht erlässert. Es gibt keine bürokratischen Vereinfachungen, es gibt keinen Wirtschaftspatriotismus. Das finden Sie wohl schlimm, denn Sie sind ja ein überzeugter Europäer, der für Liberalität steht. Aber Sie sind eigentlich gegen eine Erstarkung der französischen Volkswirtschaft. Sie sind jemand, der sich einfach unterwirft den Anforderungen der Europäischen Union, der unlauteren internationalen Konkurrenz. Ja, sie faselt da minutenlang Wirtschaftspatriotismus, sie unterwerfen sich der Europäischen Union, sie sind der Böse, sie erkennen Frankreich nicht mehr an, sie wollen diese Nation abschaffen, sie lehnen den Stolz der Franzosen ab. Also sie hämmert das da so rein und hat nicht ein innerliches Argument. Hier hat sie nochmal einen schönen Talking Point. Sie denken nicht an die Nation, sie denken nicht an das Gemeinwohl, sie denken nicht an das Kollektive, was wichtiger ist als Individuelle. Sie haben privatwirtschaftliche Klientelpolitik betrieben und letztendlich ist viel kaputt gegangen. Ja, man weiß nicht, was wählt man jetzt, wenn man sie wählt, ja? Also so eine Gefühlspolitik von das Kollektiv oder so. Ja, das hat mich gerade auch überrascht. Das ist nämlich, vielleicht bringt sie sowas, um die Mélenchon-Wähler einzuholen, ja, also kollektiv, ja. Weil ja, rechte Wähler sind ja eher autoritär orientiert. Ja, ja, es ist so eine Ablehnung. Also es ist im Grunde nur dieses Gefühl, zu viel Individualität, zu viel Selbstverantwortung, wo ist das Kollektiv, wo ist das Frankreich, ja, wo ist unsere Geschichte und so. Also es ist erstaunlich, sie zu sehen, wie sie in so einer Debatte voll im Wahlkampfmodus ist. Und gar nicht anerkennt, dass jemand ihr gegenüber sitzt, sondern sie nur diese Spruchblasen hat, ja. Ja, aber warum ist das erstaunlich? Also ich meine, das ist doch eigentlich logisch. Ja, also warum erwarten wir bei einer Präsidentschaftsdebatte in Frankreich eine andere Debatte als in Amerika oder beim Kanzlerduell? Weißt du, Schulz und Merkel stehen ja beim Kanzlerduell auch nicht da und sagen sich, okay, wir machen das jetzt hier nur für Anne Will und Sandra Maischberger und weil die Fragen haben, beantworten wir die. Nee, die wissen, dass da 20 Millionen Deutsche zugucken und für die machen sie das. Also Obama und Trump ja auch. Also wenn wir uns nochmal anhören, Trump, ja. Trump hat ja eine große Botschaft gehabt, die Le Pen gar nicht auf den Boden kriegt irgendwie. Wir hören es nochmal kurz bei Trump an. People want to take back control of their countries and they want to take back control of their lives and the lives of their family. The nation state remains the best model for human happiness and the American nation remains the greatest symbol of liberty, of freedom and justice on the face of God's earth. Also, symbol of liberty, the nation state, persönliche Happiness und so weiter. Das sind alles diese kleinen Terme, so Phrasen, ja, die man wunderbar in Lieder, in Reden oder in dieses, sie haben jetzt noch eine Wildcard oder sie haben jetzt 2 Minuten für den Abschluss des Gespräches. In der Debatte hat man das von Trump so nie gehört, sondern da ging es auch da konkret, also man kann jetzt sagen, okay, das war ja nie alles super konkret und wir wissen ja auch, wie es ausgegangen ist mit diesem Healthcare-Bill, zumindest in der ersten Sache, aber dass man ein konkretes Gesetzesprojekt ablehnt. Okay, das kann man dann einfach machen. Das Einzige, wo sie hier diese Transferleistung hatte, war Entsenderichtlinie. Das ist aber nur das europäische Ding. Das heißt ja nicht nur, viele kommen nach Frankreich rein, aus Polen oder so, sondern viele Franzosen verlassen eben auch das Land, ja, und arbeiten dann woanders. Also das ist halt europäische Freizügigkeit. Sie fordern dann einfach, ja, wieso haben sie sich nicht gegen die Entsenderichtlinie gestellt? Ja? Also das ist ja genau dieses britische Modell. Die wollten ja im Grunde auch nicht aus der EU austreten, sondern sie wollten nur diese Entsenderichtlinie nicht haben. Freier Gütertransfer, aber kein freier Personenverkehr. Ja? Und sie versuchte genau das. Das ist ihr einzig konkretes Ding. Alles andere, da baut sie das, was Trump hier in die Reden einbaut, aber in den Debatten auch nicht gesagt hat, ja, kommt sie einfach mit diesem
The Nation State und das kollektive Glück und so weiter und hier und da. Ja, und da kommt null, also es ist im Grunde Wahlkampfmodus, Wahlkampfredenmodus. Also abseits eines Publikums, wo man selber über Minuten so eine Stimmung aufbauen kann, aber hier wird sie ja alle zwei Minuten spätestens unterbrochen und kriegt das einfach alles gar nicht auf den Boden. Ja? Also sie kann hier ihre eigene Klientel, von die sie schon überzeugt hat, pflegen. Ja? Also die kriegt sie so emotional nochmal richtig zugebacken, da kann sie den Sack zumachen. Aber es ist null überzeugend, ja? Wenn sie da keine Resonanz aufbaut zu Macron, sondern einfach nur ihr Ding da durchzieht. Also in der Hinsicht ziemlich daneben und eben auch Grund dafür, dass das alles immer komplett aus dem Ruder lief, weil was soll Macron dagegen sagen, ne? Und am Ende, das ist jetzt Runde 1, Schlagabtausch, ja, diese Debatte ging im Grunde 2,5 Stunden so hier. Sie reden doch nur dummes Zeug. Und das führt doch nicht dazu, dass das Land vorankommt, was Sie da erzählen. Ihr Vorgänger? Gestehen Sie es doch. Sie berauben Unternehmen, Sie machen Fusionen, Madame Sie machen Zukäufe. Das Madame ist Ihr großes Talent. Sie sind ja. Gestehen Sie es doch. Sie reden nur dummes Zeug. Aber jetzt gestehen Sie es doch. Ja, was soll er denn gestehen? Das ist so, als würden wir Sigmund Gottlieb gegenüber sitzen. Aber jetzt gestehen Sie es doch. Ja, jetzt brechen Sie doch mal in Tränen aus. Das Publikum ist hier enttäuscht. Es hat 0 Euro Eintritt gezahlt. Ja, so ungefähr. Also es ging völlig nach hinten los. Ja, für alle, die noch nicht von Le Pen überzeugt sind, aber wahlberechtigt sind. Und es ging super nach hinten los für alle, die das außerhalb Frankreichs geguckt haben. Ja. Die englische Übersetzung der Debatte war zum Beispiel bei YouTube super erfolgreich. Die hat gestern, glaube ich, 900.000 Views oder so gehabt, ja. Also es haben sehr viele Engländer oder Englischsprechende diese Debatte im Internet einfach geguckt, ja, wo ich mir denke, was haben die da gesehen, ihrer Meinung nach, währenddessen, ja? Es tritt ja nicht jeder in so eine Therapiesitzung danach ein, wie wir jetzt, aber es muss ein gruseliges Zeichen nach außen gewesen sein. So, Le Pen. Kann nur eingreifen. Ihr wird dann dummes Zeug vorgeworfen, woraufhin sie sagt, na gestehen Sie doch, dass ich recht habe, was natürlich nie passiert. Macron hat zumindest im Ansatz sein Flexibilisierungsargument gemacht, Le Pen dann einfach nur mit Trump-Argumenten, nein, wir brauchen hier eine Border Adjustment Tax, ja, also Güter, die von außen kommen, obwohl sie hier hergestellt werden hätten können, müssen halt künftig mit einem Strafzoll belegt werden. Alles, was wir kennen. Jetzt hat Le Pen, jetzt macht sie ihren zweiten großen Vorschlag, den dritten, also nach Entsenderichtlinie einfach mal wegstreichen, ohne dass sie das irgendwie argumentiert, was das eigentlich bedeutet und für wen, nämlich auch für viele Franzosen. Dann als zweites, was war das zweite eben? Na, irgendwas. Jetzt kommt ihr, diese Border-Tax, jetzt kommt ihr dritter Punkt und jetzt kriegt sie dann auch gleich mal in die Fresse. Ich möchte einen ganz souveränen Fonds schaffen. Genau bei Vivat wäre das nützlich gewesen, denn Geierfonds sollen ja gerade diese Firmen. Also die führen gerade die Heuschreckendebatte, die wir damals auch hatten mit Müntefering und so. Mal zerstückeln, zerfleddern und ein solcher Fonds könnte ihnen helfen. Der Staat kümmert sich hier um Nachhaltigkeit und der Privatwirtschaft ist effizient für nachhaltige Unternehmen, für vernünftige Renditen. Aber sie gehen davon aus, dass das Gesetz des Stärkeren greifen sollte und dass es normal ist, dass ein Unternehmen ein anderes ausschlachtet. Madame Le Pen, wissen Sie, wir müssen fortkommen zu weiteren Themen. Ja, das passiert. Es gibt da ja sowas wie, das gibt es auch schon, diesen Staatsfonds. Es gibt einen Staatsfonds, mit dem man in Unternehmen investieren kann. Zum Beispiel kann der Staat Kapitalerhöhung bereitstellen, um Unternehmen zu retten. Ich mache den Vorschlag, jetzt Sie sagen, das gibt's schon. Das, was Sie da vorschlagen, gibt's schon lange. Unternehmenslenker sollen diesen Fonds managen. Aber Madame Le Pen, Sie sagen einfach irgendwas, was Ihnen gerade einfällt. Diesen Rettungsfonds, den Sie vorschlagen, den gibt's doch schon. Also, sie sagt, wenn die Heuschrecken kommen, möchte ich gerne, dass der französische Staat mitbietet bei so Investitionen, damit das Kapital und damit auch Know-how und die Arbeiter in Frankreich bleiben. Daraufhin sagt er, naja, aber Frau Le Pen, lesen Sie keine Zeitung, sowas haben wir doch längst, das ist doch schon im Betrieb, es gibt doch diese Investitionen vom Staat schon längst. Hier Kapitalerhöhung hier, Investitionsabwehr da. Und dann sagt sie, ach, spielen Sie doch keine Spielchen mit mir. Ja, also das ist so, als würde man mit Trump tatsächlich mal über Gesundheitsvorsorge reden. Er wüsste auch von nichts. Ja? Er kann dann einfach Gespräche abbrechen, wie wir das jetzt gesehen haben. Aber es ist
haarsträubender. 2 Minuten später, wenn man nicht über Inhalte reden kann, redet man halt über die Person, mit der man gegenüber sitzt. Jetzt kommt ein sehr beliebtes Battle. Im Grunde sitzen die beiden ja da und kämpfen um Glaubwürdigkeit. So, jetzt sehen sie beide, ja, es gelingt irgendwie nicht so richtig, wir streiten uns ja nur. Na, dann machen wir halt mal Glaubwürdigkeit selbst zum Thema, ja. Also wir haben hier Kindergarten-Vierjährige, wenn sie einen ganz schlechten Tag haben. Das ist ein echter Kampf. Ich werde dafür kämpfen, dass wir in den Verhandlungen stärker dastehen und einen Hebel schaffen. Sie sind hier überhaupt nicht glaubwürdig, Herr Macron. Merken Sie das überhaupt, wie wenig glaubwürdig Sie sind? Ich bin viel glaubwürdiger als Sie, weil ich mich nicht auf zynische Weise ernähre von Leid und Zorn. Ich habe Siege errungen und ich habe auch Niederlagen erlebt. Aber ich habe immer gekämpft. Siegen? Siege? Immer nur? Ja, Siege, um Arbeitsplätze zu retten, um Firmen zu retten. Merken Sie nicht, dass Sie gar nicht glaubwürdig sind? Ich bin viel glaubwürdiger als Sie. Das ist wie, ja, wenn du die Vierjährigen gegenüber sitzen und das ist immer so Fußballplatz, ja. Sie kennen sich eigentlich noch gar nicht. Sie lernen sich gerade erst kennen. Der eine fault den anderen und dann, ey, ich hol gleich meinen Bruder, der ist so alt. Und dann werden die Finger hochgestreckt, weil man noch nicht genau weiß, wie viele Finger zeige ich denn gerade. Und dann sagt er, der meiner ist so alt. Ja, also haarsträubend. Macron hat da nochmal ein paar lichte Momente gehabt, weil nämlich da läuft ja die Zeit immer so Minuten, Sekunden genau. Deswegen gibt es dann ab und zu diese Botschaft, Herr Macron, Sie müssen jetzt 3 Minuten aufholen, bitte. Und dann weiß er, er kann jetzt erstmal 2 Minuten reden, bevor hier Le Pen wieder ins Wort fällt. Da hat er dann nochmal er möchte gern 10 Milliarden weniger Steuereinnahmen als Entlastung für Unternehmen und Bürger, gleichzeitig die Staatsausgaben auch um die 10 Milliarden senken, also er will den ganzen Staat so ein bisschen runterfahren. Das ist jetzt nicht das amerikanische Modell, weil auf dem Niveau, auf dem die Franzosen ihren Staat da runterfahren, ja, das, also da müssen wir jetzt keine Sorgen haben, dass es irgendwie eine verkappte Agenda-Politik ist oder so. Dann hat Macron, und das ist wirklich erstaunlich, das sieht man nämlich dann auch in deutschen Debatten nicht mal, das Kaufkraft als Argument gemacht, ja. Also es ist ja in Deutschland ein ganz großes Tabu in Politik und Medien, bloß nicht über die Kaufkraft reden, ja, dann müssten wir darüber reden, dass die Einkommenssteuer um 100 Milliarden in den letzten 20 Jahren angewachsen ist und dass die Leute quasi gar kein Geld mehr haben, um irgendwas zu kaufen und dass wir eigentlich ein Armutsproblem haben, was uns so cool in der Welt macht und alle neidisch werden lässt, haben wir ausführlich besprochen. Le Pen dann dagegen, Herr Macron, Sie denken weder an Familien noch Rentner, Sie aber auch nicht, Sie nennt die nämlich einfach nur und dann hat Le Pen allen alles versprochen, ja? Also durch die Bank. Mehr Rente, mehr Kaufkraft, mehr Spenden für Vereine, mehr Wohngeld, mehr Kindergeld und die Studenten sollen unterstützt werden und überhaupt, ja? Also jedem Geld. Müssen wir uns gar nicht anhören, weil wir können jetzt hier anschließen, dass Macron dann mal so, oder dass grundsätzlich sie gefragt wird, ja, und wie wollen Sie das dann bezahlen? Und dann holt sie ihre nächste Spruchblase raus. Ich schlage vor, dass wir mal zurück zum Thema kommen. Moment, Moment, kleinen Moment, wir kommen zurück auf in. Jeder kriegt seine 5 Minuten. Madame Le Pen hat eine Liste hier aufentwickelt, wie ein Dichter, um ihre Großzügigkeit zu zeigen. Aber das ist doch. Aber Sie zahlen das doch. Mit welchem Geld zahlen Sie das denn? Ich will den Franzosen ihr Geld zurückgeben. Sie geben nicht Ihr Geld aus, sondern das Geld der Franzosen. Sie haben das Geld nicht geschaffen. Wem wollen Sie das Geld denn abnehmen, Madame Le Pen? Wem wollen Sie das Geld denn abnehmen, um das alles zu finanzieren? Und es ist nur legitim. Wem wollen Sie das abnehmen? Die Europäische Union. Diese 50 Milliarden Euro, von denen Sie reden, wo sollen 9 Milliarden jedes Jahr. Allein die Einwanderung bringt unglaubliche Kosten mit sich. Mit meinen Sparansätzen war ich schon sehr vorsichtig. Sozialbetrug, wollen Sie das überhaupt angehen? Natürlich haben wir gegen den Sozialbetrug gekämpft. Und sobald Sie Präsidentin sind, wird es sofort keinen Sozialbetrug mehr geben, keinen Steuerbetrug? Wird alles super? Echt? Über Nacht? Toll, großartig. Wir versuchen es. Ich werde es Ihnen beweisen. Nein, ich habe keine Lust, das auf die Probe zu stellen, Madame Le Pen. Ich habe keine Lust, das auszuprobieren. Ich glaube, die Franzosen auch nicht. Ja, da muss der selbst. Die armen Moderatoren. Ja, also es ist ja wirklich, die konnten das gar nicht glauben, was da vorhin passiert. Ja. Die hatten da so Programme, was sie fragen und das ging alles in die Hose. Die Übersetzung hier ist schon ins Karikatureske abgedriftet, ja. Mit Stimme überschlagen und so. Und das Einzige, was von ihr kommt, ja, ist tatsächlich so auf die Frage hin. Du bist scheiße. Ja, du bist scheiße. Sie kriegt halt die Frage, wie wollen die das finanzieren? Und dann sagt sie so, das ist das Geld der Franzosen und ich werde es ihnen zurückgeben. Ja, also es ist wirklich so,
Nicht mal Trump ist so billig irgendwie damit umgegangen. Also nicht mal die Mauer kam jemals so billig daher mit, es ist das Geld der Franzosen und ich werde es ihnen zurückgeben. Also, es ist unwürdig, ja, und das ging ja schon eine Stunde so. Also unglaublich. Sagen wir mal, das war jetzt so ein inhaltlicher Austausch. Kommt jetzt der nächste Schlagabtausch? Ich glaube, Sie sollten nicht ganz so arrogant sein. Ich sage Ihnen einfach, dass ich die Französinnen und Franzosen als Erwachsene behandle. Ich lüge Sie nicht an. Ich lüge Sie nicht an. Sie lügen ständig. Sie behandeln doch die Franzosen wie Kinder. Sie lügen. Und Sie behandeln die Franzosen wie Kinder. Also die beiden wollen Präsident werden, ne? Es ist, man kann es sich nicht vorstellen. So, jetzt könnte man denken, okay, das vorhin soll eigentlich so ein innerlicher Clip gewesen sein und das jetzt wieder ein Schlagabtausch. Was kommt denn wohl als nächstes? Ich sag mal so, es kommt ein inhaltlicher Schlagabtausch. Aus dem heiteren Himmel. Ich kenne diese Debatte nicht, sie wird, wir kennen das ansonsten nur aus Amerika, irgendwas mit Schwangerschaftsabbruch hier, Leihmutterschaft da, wie gehen wir damit um? Dürfen jetzt wirklich die Frauen nicht über sich selbst ihren eigenen Körper entscheiden, sondern muss das irgendwie der Staat machen? Also es gibt irgendeine Debatte irgendwie mit Leihmüttern. Das ist wohl in Frankreich nicht erlaubt und dann findet es aber doch statt und dann weiß man nicht, wie man mit den Kindern umgeht oder irgendwie sowas. Dieses Thema wird hier einfach so mal aufgeworfen von Le Pen, weil sie dachte, ach, das geht mir gerade ein bisschen zu heiter und normal daher. Ich will mal die Gesprächssituation wieder ein bisschen nach unten im Niveau drücken. Wir hören mal, auch wenn wir einen Macron noch übersetzt bekommen, ja, dass ihm jetzt auch irgendwann mal der Geduldsfaden reißt. Also wir hören jetzt so Sätze wie, und Sie wollen die Kinder auf der Straße verrecken lassen? Ja, also diese Debatte, von der man dachte, sie ist schon scheiße, hat dann ab und zu nochmal einen kleinen Break gemacht, um richtig unwürdig scheiße zu werden. Kinder. Frau Le Pen, wir machen jetzt weiter. Nein, Madame Le Pen, ich bin gegen die Kommerzialisierung des menschlichen Körpers und ich möchte einfach, dass Kinder Rechte haben, wenn sie hier geboren werden. Das ist doch nicht schwarz-weiß. Aber mit Ihnen kann dann das Kind auf der Straße verrecken, klar. Sie wollen eine großartige Gesellschaft. Also, diese. Ich bin stolz auf die Übersetzer, auf die simultane Übersetzer. Ja, die haben das sehr gut gemacht. Da kommt auch das Gefühl sehr gut rüber. Diese Diskussion ist an dieser Stelle 45 Minuten alt. Und ich sage euch jetzt mal, wie lang sie noch geht im Original. Eine Stunde 51 Minuten. Man kann es sich nicht vorstellen, was sie da abgeliefert haben, ja? Also Le Pen, es ging dann weiter mit Rente und so. Le Pen will Rente mit 60. Macron will irgendwelche Vereinfachungen. Weil es gibt derzeit wohl 30 verschiedene Rentensysteme. Das hatten wir auch in diesem einen Clip von der Französin gehört. Es kommt ja sehr darauf an, in welchem Beruf man gerade drin steckt, zu welchem Rentensystem man dann gehört. Weshalb man sehr einfach sagen kann, in Deutschland ist es einfach das Renteneintrittsalter. In Frankreich kann man halt sehr fein steuern, zu sagen, Handwerker mit 60, Büroangestellte irgendwie mit 65 oder so, weil die eh schon so in Klassen irgendwie eingeteilt sind. Also da gab es dann große innerliche Auseinandersetzung. Ich überspringe jetzt mal alles zum Thema innere Sicherheit, weil Terror und so, da war ich ein bisschen überrascht, dass Le Pen jetzt auch nicht viel sagen konnte, weil da sind eh alle auf, wir brauchen ja Sicherheitsausnahmezustand und so weiter. Also da konnte Macron, musste da gar nicht groß zurückstecken, sondern ist auch volle Kanne reingegangen. Zu diesem folgenden Clip jetzt. Es ist wieder, Le Pen hat mal wieder von sich aus ein Thema aufgeworfen. Eins, das wir schon kennen, auch in Deutschland, weil sie jetzt nochmal rechtfertigt, damals, als wir besetzt wurden von den Deutschen, gab es auch auf französischen Boden Unterstützung für den Holocaust, aber das waren die Deutschen, das waren nicht wir Franzosen. Was sie da übersieht, ist, dass die Deutschen natürlich nicht einfach ihr Staatsgebiet vergrößert haben, sondern dass sie ein Besatzungsregime installiert haben, aus Franzosen bestehend. In dem Falle heißt das Vichy-Regime, das ab 1940 die Nazi-Besatzung organisiert hat. Und es gibt in der Wikipedia einen Artikel, den kann ich auch sehr empfehlen. Ich war auch ein bisschen überrascht, das so zu lesen, aber Chronologie der Kollaboration der Vichy-Regierung beim Holocaust. Le Pen ist ja jetzt groß aufgestanden vor einem Monat oder so nochmal und meinte, dieses Vichy-Regime waren die Deutschen, das waren nicht wir Franzosen, wir, Frankreich, waren am Holocaust nicht beteiligt. So,
Aus heiterem Himmel meint sie in dieser Debatte, das muss sie jetzt auch hier nochmal zum Thema machen, keiner versteht warum, also sie kann da absolut nichts gewinnen. Sie hat ja auch den Gegenwind auch aus französischer Sicht, ja, die ganzen Organisationen, die es ja auch gibt und die Aufarbeitung fand da ja auch statt und die Präsidenten haben sich dazu verhalten und sich da entschuldigt und da irgendwelche Erklärungen abgegeben. Im Grunde war das ja alles geregelt und so, ja. Und jetzt griff sie dieses Thema im Wahlkampf überhaupt nochmal auf, hat da schon auf die Fresse gekriegt und hat es auch hier in dieser Debatte, die schon unterirdischst war, nochmal aufgegriffen. Ne? Also wir springen da jetzt mal mitten rein und hören uns das einfach mal an. Das ist doch wahr, das ist doch geschichtliche Wahrheit. Ich will doch die Franzosen mit der Geschichte versöhnen und nicht immer weiter Hass säen, wie sie das machen. Ach, Herr Macron, wir werden jetzt hier keine rechtliche Debatte über dieses Winterradstadion führen, aber Frankreich und die Regierung saß in London. Ich teile da völlig die Auffassung vom General de Gaulle und Herr Mitterrand war dieser Auffassung und auch Herr Chevènement. Also lassen Sie doch General de Gaulle bitte in Frieden. Auch Herr Guénot, viele, viele Persönlichkeiten sind der Auffassung, dass Frankreich für diesen Horror nicht verantwortlich war, dass es das Regime von Vichy war. Das ist historisch falsch. Vichy war zuständig. Monsieur Chirac hat es anerkannt. Ja, schon, Chirac hat es anerkannt. Aber man muss ja nicht seine Meinung teilen. Das ist so dieses, nee, das Grundgesetz, nee, ist Ihre Meinung, nee, ist Grundgesetz, nee, ist Ihre Meinung. Das ist Ihre Meinung? Nee, das ist das Grundgesetz. Nee, das ist Ihre Meinung. Genau, also das ist jetzt hier so in der Debatte, ja. Also wir hören mal den Clip. Viele sehen das anders, auch rechtlich anders. Und alle, die das Regime Vichy reinwaschen wollen, sind im Unrecht meiner Meinung nach. Man kann das so aber deuten. Sie haben das doch. Und so instrumentalisieren, Sie haben doch dieses Thema Sie das angesprochen, tun. Madame Le Pen. Tut mir leid, aber. Das machen Sie jetzt schon seit einer Woche. All unsere jüdischen Mitbürger sehr verletzt mit Ihrer Aussage. Nein, nein, Herr Macron. Diese Instrumentalisierung, diese Madame Deutung sagt sehr, sehr viel. Wer hat denn darum, über davon Sie. Gesprochen? Sie haben es doch angesprochen. Ein Journalist hat mir im Übrigen diese Frage gestellt. Ja, ein Journalist hat Ihnen die Frage gestellt. Den haben Sie vielleicht nicht ausgesucht. Ich weiß, Sie können die auswählen. Ich habe dieses Glück nie. Also ich habe keinen Journalisten für diese Diskussion abgelehnt. Ich habe gestern schon überlegt, gibt es dafür, also kann man sich das vorstellen, irgendwie, wie sähe so eine Debatte in Deutschland aus, ja? Frauke Petri kommt in irgendeine Stichwahl mit Angela Merkel und sagt dann, naja, wissen Sie, Frau Merkel, die Konzentrationslager, die standen ja alle auf polnischem Boden, das hat mit Deutschland gar nichts zu tun. Und dann sagt Frau Merkel so, jetzt haben Sie mich wirklich überrascht, Momentchen mal, welchen Grenzen Deutschland reden Sie gerade? Und dann legt Petri irgendwie nach und sagt irgendwie, ja, da hat es zwar gequalmt oben aus dem Schornstein, aber da sind keine Menschen verbrannt worden, sondern da ist halt das Holz verbrannt worden, ne, wissen Sie? Und weil die, also ich habe nichts zusammengebaut gekriegt, ja. Man kann sich nicht vorstellen, in welchem Zustand die öffentliche Debatte in Frankreich gerade ist, ja, mit Le Pen als Präsidentschaftskandidatin hier in so einer Stichwahl. Es ist, also man ist außer sich, ja. Irgendwie haben die Moderatoren das dann hingekriegt, dieses Thema, wenn es einmal aufgeworfen wird, kann man es nicht einfach vom Tisch wieder nehmen, man muss es dann irgendwie so ein bisschen zumindest zu irgendeinem Ergebnis bringen oder so. Sie haben es dann irgendwie hingekriegt. Deswegen konnte die Debatte jetzt sich wieder um sich selber drehen. Warum haben Sie das nicht schon umgesetzt? Madame Le Pen, das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Sie sind Erbin eines Systems, eines Mannes, einer Partei. Ich bin Erbe von gar nichts. Ich bin aus der Regierung zurückgetreten, weil ich nicht einverstanden war. So, Sie können mir doch nicht jetzt immer alles anhängen, was in den letzten 15 Jahren geschehen ist. Ich rede hier von Zukunftsprojekten. Sie sind der Ziehsohn von Hollande, der Sie zweimal pro Tag unterstützt und Sie sind auch der Erbe von Ihren Ministerkollegen der sozialistischen Regierung. Die waren Kollegen in der Regierung. Warum stehen also, Sie nicht dazu? Das hatten wir doch zu Beginn der Sendung schon mal, diese ganze Erbe Diskussion. Sie sind Hollande in Miniatur. Sie sind die Erbin ihres Vaters. Sie sind der Erbe von Hollande. Und dann glaubt man irgendwie, das sei ein Punktsieger, oder? Es ist wirklich. Es war schlimm.
Nach 90 Minuten kam man dann auf das Thema Europa. Da weiß man noch gar nicht, was man dazu sagen soll. Ne? Ja, also, gar nichts. Das kann man nur verurteilen als liebe Franzosen. Ey, ihr müsst euren Shit together kriegen irgendwie. Das kann man echt, dass das so gesendet wurde, ist die peinlichste Sache, die Frankreich die letzten 50 Jahre passiert ist. Shame. Genau. Shame. Shame. Es ist super shame, es ist super lame. Nach 90 Minuten... Thema Europa. Es war unklippbar. Ich dachte, okay, jetzt kommt mal Europa. Le Pen fährt diese Brexit-Argumente. Ja, also hat man eben schon gehört, dass mit der Zuwanderung von Arbeitnehmern, das ist alles viel zu teuer und diese Sozialversicherung, die wir da übernehmen müssen und so weiter. Für Güter okay, aber Personen soll sich mal nicht so frei bewegen. Dann wirft der eine Moderator die Frage auf zum Thema Euro. Und dann fällt ihr ganzes Kartending auseinander. Ja, sie muss dann plötzlich ihre Euro-Argumente freestylen, weil sie dafür ja gar kein Vorbild aus Großbritannien hat. Und das, was sie dann erklärt, ist, na, wir machen dann zwei Währungen. Die eine für Lohnzahlung, Franc, und das andere für die, damit Paris weltoffen und so weiter, damit das alles weiterklappt, die sollen dann halt weiter in Euro handeln. Und ich denke, also, wo hat sie damals in der 5. Klasse in der Sekundarstufe 1 nicht aufgepasst, ja? Als irgendwie mal so von Monopol, Gewaltmonopol, Geldmonopol, es gab natürlich nur eine Version von Geld geben und so. Ja, für sie so, ja, also sie hat ja nicht mal das Argument gemacht zu sagen, ja, wissen Sie, bei der Euro-Einführung, da gab es ja auch zuerst das Geld Euro als nicht gedrucktes Geld, sondern das Bargeld war noch Franc und D-Mark und so und dann hat man es halt langsam abgeschafft. Ja, nicht mal dazu kommt sie, sondern sie kommt einfach mit dem, ja, wir haben dann halt zwei Geld. Das eine Geld, das Weltgeld für Frankreich arbeitet mit der Welt, das ist halt Euro und die Löhne werden ausgezahlt in Franc irgendwie. Ja? Es ist, wer sich das angucken will, gerne. Es war unklippbar, man hätte das jetzt 10 Minuten lang irgendwie am Stück, weil es ist unfassbar, ja. Wir gucken jetzt einen Clip, der auch unklippbar ist, deswegen müssen wir ihn jetzt 4 Minuten am Stück gucken. Le Pen kommt jetzt mit diesem tollen Satz hier: Frankreich wird auf jeden Fall von einer Frau regiert, entweder von mir oder von Frau Merkel. Und Macron, grob übersetzt, ja, sagte ihr nochmal, und das ist dann spontan, nicht vorbereitet, klang jedenfalls so: Sie wollen keinen Austritt aus Europa, sondern sie wollen einen Austritt aus der Geschichte. Und das ist ein goldrichtiger Satz, ja, auch wenn er nicht sehr richtig zur Geltung kommt, weil es so, naja, es hört ja gleich drauf Gequatsche und überhaupt und so. Aber diese 4 Minuten, ja, das ich würde mal sagen, falls ihr Angst habt, dass Le Pen vielleicht französische Präsidentin wird, weil das auch was für Europa bedeutet, ja, diese Angst ist berechtigt, weil Europa gibt es danach nicht mehr, ja. Also wir machen jetzt mal den Countdown an für Sonntag. Was bleibt von Europa übrig, falls diese Frau gewählt wird? Wir hören uns das mal 4 Minuten an. Naja. Das große, man weiß nicht genau, das große irgendwas, was Sie hier verbreiten. Sie schauen hier aus erstaunten Augen, wenn Fakten erwähnt werden. Also ich will ein Europa, was uns schützt, mit europäischen Märkten, die zu europäischen Ausschreibungen zu 50% in europäischen Firmen vorbehalten sind. Wir brauchen die Zusammenarbeit. Wir brauchen eine echte Kontrolle für die entsandten Arbeiter, für im Rahmen der Entsenderichtlinie. Wir brauchen eine Wirtschaftspolitik und eine Handelspolitik, die uns besser unterstützt. Wir brauchen eine europäische Handels- und Wirtschaftspolitik. Warum? Weil uns das schützt gegenüber Russland, China und anderen großen Ländern. Wir haben doch heute einen Binnenmarkt von 250 oder 500 Millionen mit China, 1 Milliarde. Wenn es nicht auf europäischer Ebene geschieht, wie denn dann? Frankreich sind doch nur 60 Millionen. Also, wir wissen noch, was los ist in der Stahlindustrie. Wir konnten die chinesischen Angriffe abwehren, weil wir Europa haben. Wir wollen ein weniger bürokratisches Europa. Wir müssen uns auch verteidigen in der Globalisierung. Seit 25 Jahren erzählen Ihre sozialistischen Freunde das schon. Also, ich habe nicht 25 Jahre Leben in der Politik hinter mir. Tut mir leid. Wir haben die massive Deindustrialisierung erlitten. Wir haben gesehen, wie unsere Arbeitsplätze ausgelagert wurden. Also das war nicht der Euro, das war nicht der Euro, der das herbeigeführt hat. Geringer geworden sind. Wegen Ihres Plans, nein, Madame, wird es darauf wegen hinauslaufen. Es ist doch wichtig, die uns zuhören, müssen es verstehen. Dieser strategisch denkende Staat, den ich möchte, der haut nicht zu. Und letztendlich, gerade wenn auch es zu einer Bankenpleite gibt,
Dann bedient man sich bei den Lebensversicherungen der kleinen Sparer. Denken Sie an Zypern. Ich bin dagegen. Ich möchte die Sparguthaben der Franzosen schützen, egal was für einen Kampf ich dafür führen muss. Ich möchte nicht, dass man sich an dem Privatvermögen von Franzosen bedient. Madame Le Pen, man... Was war denn los in Athen und in Zypern? Da, die Lassen Bedrohung, bitte da stand doch die Gefahr im Raum, aus dem Euro auszutreten, und wir haben dafür gekämpft, dass sie im Euro bleiben. Aber die Bürger der betroffenen Länder haben selber dafür gekämpft, im Euro zu bleiben, weil sie Angst hat. Da hätte er natürlich sagen können, wir haben uns gegen Schäuble durchgesetzt damals. Zum Beispiel. Ja, ganz genau. Ein gutes Argument bei Le Pen gewesen. Und sie haben sie um ihren Segen gebeten. Denn ohne Frau Merkels Billigung machen sie nichts. Sie haben gesagt, ich werde ja nicht ihr gegenüber sein, sondern ich werde mit ihr sein. Natürlich möchte ich, dass Frankreich und Deutschland Seite an Seite kämpfen. Frankreich wird auf jeden Fall von der Frau reagieren, entweder von mir oder von Frau Merkel. Mit diesen leeren Worttönen. So sieht's doch aus. Zum Glück ist es so, dass unsere beiden Länder visionäre Menschen an der Spitze ausreden. Haben. Es gab visionäre... Hat er gerade gesagt, dass Angela Merkel eine Visionärin ist? Naja. Die Menschen an der Spitze unserer Länder, General de Gaulle und Adenauer, wussten zusammenzuarbeiten. Sie haben die vorherige Epoche hinter uns gelassen. Sie haben Europa aufgebaut. Sie hatten zum Glück eine Vision. Also, ich komme aus einer Familie, die den Krieg erlebt hat. Ich bin kein Anhänger des Nationalismus, wie Sie ihn predigen. Das mussten Sie unbedingt noch anbringen, oder? Meine Familie hat den Krieg am eigenen Leib erlebt, Madame Le Pen, Sie können darüber lachen. Ich wusste, aber dass Sie das noch das wird bringen. Nichts lösen. Ich habe mich gefragt, der wann Protektionismus, bringt er das wohl der an? Der Isolationismus, der Nationalismus, das ist Ihr Plan, das ist Ihr Projekt. Der Krieg gegen die anderen, das haben wir jahrhundertelang erlebt und die Menschen haben dafür bezahlen müssen. Also jetzt müssen. Machen Sie das historische das, Sie Analysen. Vorschlagen. Ich dachte, die französische Kultur und Geschichte interessiert Sie nicht. Also es geht hier gerade um Kultur. Wir haben einfach nicht dieselbe Vision, Madame Le Pen. Die Realität ist, was Sie vorschlagen, ist ein Austritt es aus der Geschichte. Um und ich hoffe, dass unsere Mitbürger das verstanden haben. Wir haben ja lange kritisiert, Europa ist so gar kein Thema in deutschen Medien und so. Aber in Frankreich, ja. Also bitte, liebe Franzosen, was ist da los? Ich dachte, ihr habt so eine philosophische Geschichte, die Erfindung der Soziologie und was so. Ich meine, Europa, ja, Robert Schumann, das war ein Franzose, der auf diese Idee damals kam, zu sagen, okay, wir haben gegen diese Deutschen im Grunde sehr lange verloren und nur mit Hilfe von irgendwelchen Amerikanern und so weiter und wir wollen jetzt diese Völkerverständigung und so, ja. Und dann 70 Jahre später hast du sowas hier als Debatte. Also, Le Pen dachte sich jetzt irgendwie, scheiße, diese 4 Minuten, die liefen gar nicht in meinem Sinne. Ich muss jetzt nochmal kurz meine Leute, also ich... die sich auch an den Krieg erinnern und so, ja, die muss ich nochmal kurz einsacken. Ich hole nochmal kurz meinen Vorschlaghammer raus. Hört genau zu, was sie hier sagt. Es geht hier um ein Ungleichgewicht zwischen Frankreich und Deutschland. Im Grunde genommen geht das auf den Krieg zurück. Wenn alles ausbalanciert ist, wenn jeder seine Interessen vertreten kann, wenn man nicht der Vasall ist von einem Feudalsystem, dann ist alles in Ordnung. Aber letztendlich hat der Krieg, letztendlich, sie reproduzieren die Verhältnisse, die es damals gab. Sie sind letztendlich Frankreich und Deutschland unterworfen. Sie reproduzieren die Verhältnisse, die es damals gab, als Deutschland mit Panzern nach Paris fuhr und sagte, das ist jetzt unser. Also, deutsche Dominanz in Europa ist schön und gut und so, auch alles zu kritisieren, aber das geht so in so einer Präsidentendebatte einfach gar nicht irgendwie, ja. Also, unfassbar. Nun gut, hören wir mal noch ein bisschen was zum deutschen Verhältnis. Diese Diskussion ist unterirdischer und sie bleibt es auch.
Also wir können vielleicht zurückkommen auf das Thema Europa. Es geht um unsere Unabhängigkeit, es geht um unsere Souveränität, es geht um die Verteidigung französischer Interessen. Ich bin nicht einverstanden, Madame. Sie haben hier zwei nicht versöhnbare Standpunkte. Unsere Mitbürger sollen geschützt sein. Damit die Deutschen geschützt natürlich, werden. Aber nicht durch Ihre Vision. Hören Sie doch mit Ihrem Karikaturbild von Deutschland auf. Ich kann die gut verstehen. Also dieses Deutschland-Bashing hat nie zum Wohle Frankreichs beigetragen. Die verteidigen ihre Interessen und sie verteidigen die Interessen von die Interessen Frankreichs richten sich nicht gegen Deutschland. Bitte. Unser Wirtschaftskrieg, den führen wir doch mit China. Oh. Naja, immerhin. Ja. Nach 2 Stunden und 7 Minuten gab es einen ganz kurzen Lichtblick. Die Moderatoren haben sich mal kurz durchgesetzt. Macron hat mal eine gute Ansage gemacht. Wir sind wieder in Frankreich bei innerpolitischen Angelegenheiten. Wir können uns zumindest Macrons kurzes Statement anhören und die Frage danach, die an Le Pen gestellt wird, weil die Antwort, auf die können wir wieder verzichten. Wir müssen uns das nicht weitergeben, aber zumindest diese Frage. Also hier mal kurz so was Alltägliches zu hören, was auch wirklich Franzosen betrifft oder im Grunde alle Europäer, die irgendwann mal Wahlen mitmachen müssen und so, ja. Also hier ein kurzer Lichtblick aus dieser Debatte nach 2 Stunden und 7 Minuten. Also, das ist für mich die erste größte Baustelle für den Wiederaufbau des Landes, ist die Bildungsreform und die Verbesserung der Chancen. Marine Le Pen, wie stellen Sie sich die Schule vor? Marine Le Pen, wie stellen Sie sich die Schule vor? Ja, da konnte sie natürlich ein bisschen erzählen. Schule für alle da und so, bla bla, was weiß ich. Letzter Clip. Wir erinnern uns noch, am Anfang hieß es ja, Herr Macron, wie fühlen Sie sich? Frau Le Pen, wie fühlen Sie sich? Diese Debatte führen wir jetzt. Sie werden sich daran halten, dass die Balance hier gemacht wird. Ja, jeder redet gleich viel und Sie müssen dann auch einander zuhören, haben Sie ausdrücklich gesagt. So, jetzt ist das hier 2 Stunden 20 durchgelaufen. Wir hören mal die Verabschiedung, ja? Also die letzten Sekunden aus der Debatte. Wir waren immer ein großzügiges Land, ein offenes Land, ein Land, das das Licht der Hoffnung war, das Licht der Welt, Aufklärung in der Welt und nicht Obskurantismus. Vielen Dank für diese Diskussion, Madame Le Pen. Sie können es einfach nicht lassen. Also bitte. Bitte nicht. Bleiben Sie im Fernsehen. Sagen Sie doch die ganze Wahrheit. Ich möchte Präsident des Landes werden. Wir haben selbst die Regeln festgelegt. Vielen Dank an unsere Zuschauer. Und wir hoffen, dass Ihnen diese Diskussion hilft, Ihre Entscheidung zu treffen am nächsten Sonntag. Guten Abend. Und damit ist die Moderatorin Nathalie einmal nach hinten übergefallen und liegt immer noch im Koma wahrscheinlich. Also es war das Schlimmste, denkbarste überhaupt. Es ist gruselig. Ich finde, wir brauchen ganz dringend eine ganz neue oder überhaupt mal eine wirklich moderne Theorie politischer Dummheit, weil das haben wir hier gesehen. Also die politische Praxis der Dummheit zieht sich jetzt bis in solche Diskussionen, bei denen es darum geht, wer von beiden wird französischer Präsident. Und wir sitzen nur da und staunen. Im Herbst werden wir ein komplett anderes TV-Duell erleben, weil da werden sich Martin Schulz und Angela Merkel nicht wie Trump und Clinton oder wie Le Pen und Macron angehen, sondern die werden sich also, wie Kanzler und Vizekanzler unterhalten. Genau. Also es auf Wer das jetzt objektiv miteinander vergleichen wird, ja, also die werden dann feststellen, hä, das sind Konkurrenten? Also die tun ja so, als ob sie dann am Ende doch zusammenarbeiten würden. Und das ist halt das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zu den anderen Duellen, ja. Also da ist wirklich, okay, einer gewinnt und der andere ist komplett raus. Und bei uns ist es ja eher so, okay, einer gewinnt und der andere gewinnt halt ein bisschen weniger. Ja, diese präsidialen Systeme sind scheiße. Rena hat gestern darauf hingewiesen, per Tweet nochmal so einen sehr interessanten Luhmann-Halbsatz. Wenn Menschen unzufrieden sind und man weiß aber Reform, ach, das ist so kompliziert, dann ist alles, und dann weiß man auch nicht genau, welche Effekte hat das so, dann tauscht man halt das Personal aus, ja? Das kennen wir aus der Bundesliga. Was die Mannschaft spielt, scheiße? Was könnte man denn am einfachsten machen? Ach ja, den Trainer mal auswechseln. Also der nicht mit auf dem Platz steht und Verantwortung hat, sondern der ja irgendwie so die formale Rolle des Trainers wird dann ausgetauscht. Wenn wir Politiksysteme haben, bei denen wirklich the winner takes all, ja, in Amerika, in Frankreich und so weiter, dann läuft das mittlerweile auf so eine Sachlage zu, auf so eine Problemlage.
bei der nicht mal so inkrementell irgendwas fortentwickelt wird mit, na gut, dann haben wir halt eine Wahl und dann geht es halt in die Richtung weiter, weil sich die Mehrheitsverhältnisse leicht verschoben haben, sondern dann haben wir über die Person eine echte Programmänderung. Ja? Also wenn Le Pen gewählt wird, ist das nicht einfach nur so, ja, da hat in Frankreich hat sich das so entwickelt und dann gab es so einen Shift und dann gab es halt da so eine kleine Mehrheit und haben sie sich durchgesetzt oder so, ja, so wie wir das bei der AfD, naja gut, wenn es einen leichten Shift gibt, dann sitzen die halt mal mit 15% mit im Parlament, aber können dann wieder rausfallen oder darauf aufbauen oder so, ja. Nee, in Frankreich Block, 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 Block von diesen Shifts, bis sie dann wirklich sich Bahn brechen und dann sind sie einfach von heute auf morgen da, ja. Und diese Politiksysteme, die funktionieren nicht mehr. Also das, da hat Mélenchon absolut recht gehabt, das ist eine präsidiale Dynastie, ja, da sitzt einfach der Alleinherrscher da und sagt, was Sache ist und wir müssen nicht, ja, also wenn Le Pen am Sonntag gewählt wird, ist am Montag Europa tot, ja, da muss Le Pen nicht kommen mit, ja, ach, dann machen wir mal Artikel 50 irgendwann oder so, sondern dann ist einfach, dann ist sofort Sense, da gibt es keine formale, ja, der Ablauf ist jetzt so und so, sondern dann ist einfach, also dann ist einfach aus, ja, und das ist wirklich eine super krasse Gefahr, ja, und in der Hinsicht, alle, die hier irgendwie kommen und hab ich ja schon mal gesagt, ach, dieser Mélenchon, der stellt da Systemfragen. Ja, diejenigen, die das scheiße finden und extremistisch und überhaupt, die sollten mal in Deutschland diese Debatte führen, wollen wir hier auch ein Präsidialsystem? Und dann hätten wir ganz, ganz, ganz schnell ganz, ganz viele Argumente dagegen. Und all diese Argumente, die wir dann dagegen hätten, die gelten auch für Frankreich, ja. So ein Präsidialsystem ist einfach scheiße. Das ist unzeitgemäß. Damit kann man nichts mehr machen, außer irgendwann das ganze System sprengen. Gut, ich letzter Punkt von mir zu Frankreich. Ich möchte mich Gregor Gysi anschließen, der alle Franzosen da aufgerufen hat, das kleinere Übel Macron zu wählen, um, ich zitiere, eine Katastrophe zu verhindern. Gysi, Zitat, um die Demokratie zu schützen, müssen Demokraten auch Demokraten wählen, selbst dann, wenn ihnen deren politische Inhalte überhaupt nicht gefallen. Ja, aber dann muss man irgendwann auch mal so Typen wie Mélenchon oder Lawrence Lessig in Amerika zuhören, die einfach Systemfragen stellen, die im Grunde nur noch Präsident werden wollen, um das System damit abzuschaffen und die Demokratie zu erhalten, ja, weil so geht das nicht weiter. Aber die Systemfragen sind halt unbeliebt. Ich meine, als nächstes werden wir das in Großbritannien erleben. Da stellt ja auch Corbyn Systemfragen. Ja. Warten wir es ab. Gut. Wir gucken nochmal ins Heute-Journal und in die Regierungsberichte. Und ich dachte mir, nachdem wir jetzt irgendwie so viel Scheiße aus Frankreich gesehen haben, gucken wir uns doch mal einen Bericht an, der mich überrascht hat im Regierungsbericht. Nämlich, sie haben sich mit den Gewerkschaften in Deutschland beschäftigt. Mhm. Und weil Stefan ja da auch schon mal mitgearbeitet hat, gucken wir uns den ganzen Bericht mal an. Ich war da lose angebunden. Genau, aber wir gucken mal, was sie für ein Problem Oma Erna vermitteln wollen. Deutschlands wilder Westen liegt in Gelsenkirchen. Der Eigentümer der Firma Wellpappe schließt im Herbst über Nacht sein örtliches Werk. Woanders produziert er billiger. Die 96 Mitarbeiter lässt er nach Gutsherrenart einfach aussperren. Auch den Betriebsrat. Und das ist illegal. Es war alles abgesperrt. Hier vorne standen überall Gitter. Hier waren Gitter, dann waren Wachleute mit Hunden. Die haben hier erwachsene Männer weinen sehen. Die konnten es einfach nicht begreifen. Viele Kollegen waren 35, 40 Jahre hier. Und da ist wirklich eine absolute Hilflosigkeit und eine Wut. Der Konzernchef blockierte anfangs die Zahlung des Insolvenzgeldes. Die Mitarbeiter wiederum blockierten dann den Abtransport der Insolvenzmasse. Raue Sitten. Und immer noch machen Firmen im nördlichen Ruhrgebiet dicht, trotz Hochkonjunktur. In unserer Region gibt es mehrere Betriebe, die geschlossen werden, um sie in Billiglohnländer zu verlagern. Die Dosenfirma Ball im benachbarten Recklinghausen wird im Juli schließen. 360 Jobs weg. Vermutlich entstehen neue dafür in Polen. Dort locken EU-Subventionen, empören sich Gewerkschafter. Ja, ich fühle mich einfach scheiße. 35 Jahre den Arsch aufgerissen für die Kackfirma und dann auf einmal das aus. In Gelsenkirchen findet morgen die zentrale 1. Mai-Kundgebung des DGB statt mit dem Bundesvorsitzenden Rainer Hoffmann und Bundesarbeitsministerin Nahles. Die Ministerin sieht in den Gewerkschaften wichtige Mitstreiter für ihren geplanten Pakt für anständige Löhne.
Ja, die Gewerkschaften sind dafür mitverantwortlich, dass wir anständige Löhne in Deutschland gezahlt bekommen. Und da, wo es Gewerkschaften gibt, da, wo sie stark sind, da, wo es Betriebsräte gibt, da haben die Menschen unterm Strich mehr in der Tasche. In Gelsenkirchen sieht man, warum die Gewerkschaften trotzdem an Stärke verloren haben. Warum nur noch jeder siebte Erwerbstätige in Deutschland einer DGB-Gewerkschaft angehört, wo es vor 25 Jahren noch fast jeder dritte war. Die Strukturen ändern sich. Hier starben die Zechen. Es wächst aber etwas nach, jährlich 1000 neue Jobs. In Hightech-Firmen, im Dienstleistungssektor, aber eben vor allem in der Alten- und Krankenpflege. Mitarbeiter dort werden nicht mehr so leicht Gewerkschaftsmitglied. Es gibt größere Schwierigkeiten, Dienstleistungsbeschäftigte, insbesondere wenn sie Teilzeit sind, geringfügig Beschäftigte, für uns zu gewinnen, weil der direkte Zusammenhang zwischen Gewerkschaftsarbeit und Fortschritten im Betrieb nicht so erkennbar ist wie in der Industrie. Hätten die Gewerkschaften mehr Mitglieder, wenn sie radikaler auf Arbeitszeitverkürzung setzen würden, auf 30 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich? Das fordern manche Wissenschaftler. Die Gewerkschaften tun sich leider schwer mit dieser Forderung der Arbeitszeitverkürzung. Da habe ich auch wenig Verständnis für, weil es das einzige ökonomische Instrument ist, um was gegen die Massenarbeitslosigkeit zu tun. In Berlin nimmt der DGB-Bundesvorstand Einfluss auf die Politik für höhere Renten oder ein arbeitnehmerfreundliches Steuersystem. Dem DGB spielt die aktuelle Diskussion um soziale Gerechtigkeit in die Karten. Die Gewerkschaften agieren eher im Stillen. Effektiv und machen Druck auf einzelne Abgeordnete im Bundestag. Und das hat zugenommen. In Gelsenkirchen ist die Firma Wellpappe inzwischen ganz dicht. Alle 96 entlassen. Hier wünschen sich Gewerkschafter vom Bund, dass er solche Aussperrungen künftig strafrechtlich ahndet. Ja. Wenigstens mal ein inhaltlicher Beitrag, ja. Mal was anderes als Horse Race. Das stimmt. Gewerkschaften sind so selten Thema, dass ich mir gedacht habe, okay, das gucken wir uns dann auch mal 3 Minuten an. Ja. Und die haben sogar geschafft, ein anständiges Gespräch Thomas Baumann und Rainer Hoffmann miteinander zu führen, der DGB-Chef. Zeig mal, ja. Kann man sich in der Mediathek angucken. Ich habe nur den Schluss jetzt mal, weil Thomas Baumann wollte so von Rainer Hoffmann wissen, Wen empfehlen Sie denn den Deutschen zu wählen? Ja? Wir sind ja das Horse Race Magazin. Wen sollen wir denn wählen, ja? Herr Hoffmann? Alter. Wir stehen, Herr Hoffmann, 5 Monate vor einer Bundestagswahl. Wen empfehlen Sie in Ihrer Eigenschaft als DGB-Chef den Deutschen zur Wahl? Sie wissen, dass der DGB seit seiner Gründung eine Einheitsgewerkschaft ist. Wir sind parteipolitisch unabhängig, politisch nicht neutral und wir überlassen es den Mitgliedern, wen sie wählen. Wir haben klare Anforderungen an alle Parteien zur Bundestagswahl und da werden sich unsere Mitglieder schon eine eigene Meinung bilden. Das gehört zur Demokratie und es gehört zum Verständnis einer Einheitsgewerkschaft. Aber Herr Hoffmann, der Hartz-IV-bedingte Liebesentzug der Gewerkschaften gegenüber der SPD, der ist beendet, oder? Das Verhältnis zwischen SPD und Gewerkschaften hat sich in den letzten Jahren durchaus wieder stabilisiert. Es gab eine schwierige Phase zu Zeiten von Agenda 2010, das ist völlig richtig. Aber der DGB ist auch Gesprächspartner für alle anderen politischen Parteien. Und von daher ist es auch unsere Aufgabe, mit allen politischen Parteien zu kooperieren, egal welcher Couleur. Oh, das nervt mich. Ja, ja. Thilo sagt ja völlig zu Recht, endlich geht es ja mal um ein Thema, das alle interessiert, Arbeit. Man hängt sich an dem, was Gewerkschaften machen und hält die Kamera drauf, sehr gut als Themensetzung. Dann bekommt Herr Hoffmann hier eine Gelegenheit, sich mal zu äußern. Und was macht er? Spielchen. Er spielt Spielchen, ja. Wenn die CDU, oder sagen wir mal so, wenn Martin Schulz eine Rede zur Arbeit hält, ja, dann begrüßt er das Publikum, guckt nach rechts und sagt voller Stolz, ich freue mich, dass 9 der 11 großen Gewerkschaften hier ihre Spitzenvertreter hergeschickt haben. Guten Tag. Ja, wenn Angela Merkel eine Rede zu Arbeit hält, dann findet die gar nicht statt, weil sie redet nicht zum Thema Arbeit. Sie macht allerhöchstens einen Wirtschaftstag der CDU, bei dem es dann heißt, guten Abend, Herr Jeb Bush, wir freuen uns sehr, dass Sie uns hier nochmal beglückwünschen und begrüßen und so weiter und so fort. Ja. Also, wenn Merkel von Arbeit redet, dann redet sie in der Regel über Arbeit aus Sicht der Arbeitgeber. Ja, oder eben gleich so von Arbeit wird heute von Daten erledigt oder so ein Kram. Ja. Daten ja. Und so ein Kram. Irgendwie sowas. Aber nicht, sie redet ja nicht über Arbeit. Also Arbeit ist bei ihr kein Thema. Wenn dann Herr Hoffmann hier gefragt wird, naja gut, wen würden Sie jetzt empfehlen, dann muss er, ich finde, er muss
nicht sagen die SPD, sondern er muss ehrlich sein und dann heißt es automatisch die SPD, ja. Ich verstehe das nicht. Die naja, oder Linke halt, oder Grüne, aber... Ja, die SPD ist schon ihre Partei, sagen, so. Hoffmann hätte ja sagen können, na, glauben Sie, dass wir jetzt die CDU wählen hier, oder was? Ja, nee, also die SPD ist die Gewerkschaftspartei. Das sind nicht so sehr die Linken, weil die Linke ist ja mehr so eine, die Linke will ja eigentlich immer ein gesellschaftliches Argument machen. Ja, aber erinnere dich an Bernd Rixinger, kommt ja auch aus der Gewerkschaftsecke. Ja, ja gut, aber er ist ja nicht ohne Grund jetzt bei der Linken und nicht mehr bei den Gewerkschaften, bei denen er vorher war, weil er eben genau kennt diesen wichtigen, wichtigen Unterschied zu sagen, als Gewerkschaft setze ich mich natürlich für die ein, die in Arbeit sind und versuche, Modelle zu entwickeln auf organisationaler Ebene, sodass vielleicht sogar mehr in diese guten Arbeitsplätze kommen. Als Linker, also die Linkspartei Linker, macht er natürlich gesellschaftliche Argumente. So, und dann kommen plötzlich alle rein, die Gewerkschaften nie im Blick haben, ja, Arbeitslose, Menschen, die Weiterbildungsbedürfnisse haben und so weiter, also die sich privat irgendwie fortentwickeln wollen. Oder eben auch Menschen, die sagen, hört mal zu, ich habe hier eine gewisse Vorliebe, ich bräuchte mal sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, das würde mich doch sehr befreien, ja, so irgendwie. Sowas hört man ja von Gewerkschaften nie. Tatsächlich, ich meine, Hoffmann hätte jetzt zwei ehrliche Antworten geben können auf die Frage, wen sollten denn die Deutschen wählen? Entweder hätte er gesagt, die SPD, das ist unsere Partei, oder hätte sagen sollen, lieber die CDU, weil mit der haben wir jetzt gerade ein gutes Arbeitsverhältnis, ja? Also wir wissen so, wie wir, und das ist eben das Ding, was sie machen, wir wissen, wie wir mit ihr abseits der Öffentlichkeit umgehen, um Gesetze mitzuschreiben, weil diesen Weg über die Öffentlichkeit, den gehen sie ja nicht, ja? Also das finde ich auch hochproblematisch, dass die IG Metall, die ganzen DGB-Gewerkschaften, alle, außer jetzt die Lokführer, die haben es mal anders gemacht, aber die haben sich quasi nur für sich selbst eingesetzt, da war null gesellschaftliche Sensibilität drin, ja, bis hin zu, dann bestreiken wir halt mal alles, uns doch egal, was mit den Geschäftsleuten ist und so weiter. Das Problem mit den großen Gewerkschaften ist ja, dass sie nicht über die öffentliche Meinung gehen, sondern dass sie, wenn neue Gesetzesvorschläge von Frau Nahles gemacht werden, dann gibt es am Morgen, ja, also 10 Uhr wissen alle, es gibt eine Pressekonferenz. So, um 8 Uhr telefonieren die alle miteinander. Ja, Frau Merkel, hier ist der Hoffmann von IG Metall. Also was wollen Sie da heute vorstellen? Wenn ich nachher sage, ich finde das noch nicht weitreichend und wir wünschen uns mehr, wäre das eine Sprachlegung, die Sie gut fänden? Dann sagt Frau Nahles so, ja, also vielleicht können Sie noch sagen, für die nächste Legislaturperiode, sonst würde uns das doch jetzt sehr unter Druck setzen. Dann sagt der Hoffmann so, ja, okay. Also ich sage dann, nicht ausreichend, wir wünschen uns in der nächsten Legislaturperiode mehr. Ja, okay, das kannst du sagen. Und dann wird das so gesagt, ja. Dann ist das eine, und das findet nicht nur bei Gewerkschaften, sondern grundsätzlich statt, ja. Wir haben dann eine abgesprochene Sprachregelung, bei der die Gewerkschaften nochmal so tun, als würden sie die Parteien unter Druck setzen. Und dann hat man so ein Spielchen und dann guckt man am nächsten Morgen ganz eifrig in die FAZ. Hat unser Spielchen funktioniert? Wie sehen denn die Überschriften dazu aus? Und dann klatscht man sich dreimal auf den Rücken und dann denkt man irgendwie, da ist ja gerade eine Kampagne erfolgreich durchgelaufen oder so, ja. Also völlig absurdes Spiel, dass man sich irgendwie vorstellt, so 1980, okay, das geht irgendwie, aber 2017, das ist abseits von allem, ja. Und deswegen wieder meine große Sympathie für die Linken. Vielleicht auch für Robert Habeck, den wir ja heute noch hören, ja, der hat es leider nicht geschafft, diese Partei mit dieser Agenda zu führen, aber jetzt einfach mal hinzugehen und zu sagen, Leute, es hat super funktioniert, wir können alle froh sein, wir können stolz auf uns sein, wir haben es super gemanagt, aber wir brauchen jetzt eine neue Idee. Eine wäre bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, dann hätte man auch hier so einen Wellpappenhersteller, dann könnte man nämlich einfach sagen, hör mal zu, deine Lohnnebenkosten, die sinken jetzt einfach mal um von blabla auf null, weil Einkommenssteuer abgeschafft, stattdessen bezahlen diejenigen, die das von dir abkaufen, mehr. Und wenn du es dann in Deutschland verkaufst, ist uns ganz egal, wo du es herstellst. Du kriegst es dann auf keinen Fall billiger hergestellt irgendwo als in Deutschland, weil keine Lohnnebenkosten, dafür eine hohe Mehrwertsteuer. Ja? Wäre das mal was? Ja, das wäre mal was. Aber solche Argumente kriegst du mit Gewerkschaften nicht, also die sind dafür nicht mehr zugänglich, weil Gewerkschaften haben ihren Auftrag, oder wie man heute sagen muss, hatten ihren Auftrag. Wir haben jetzt eine andere Gesellschaft, es muss alles neu organisiert werden. Gewerkschaften stehen jetzt erstmal nicht im Fokus derjenigen, die solche Gespräche mitführen, sondern das ist halt jetzt... Ist also, denn das so schwer zu begreifen? Genau. Gewerkschaften sind jetzt die konservativen Einrichtungen in dieser Gesellschaft, die nochmal versuchen, es so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Muss man mal gucken, ja. Stehen in den Kirchen jetzt in nichts nach. Apropos konservative Organisationen in Deutschland, wir kommen zur Bundeswehr, wir wechseln den Regierungsbericht, gucken nach Berlin direkt.
haben auch ein paar interessante Beiträge gemacht. Kein Horse Race, dafür dieser Bundeswehrskandal. Und da hat der Wehrbeauftragte, Herr Rainer Bartels, finde ich mal, gute Worte gefunden, warum es eigentlich so viele rechtsextreme Soldaten gibt. Der militärische Abschirmdienst untersucht derzeit 280 Verdachtsfälle rechtsextremer Delikte. 120 stammen aus 2016, 93 sind dieses Jahr dazugekommen. Ganz generell gilt, natürlich ist Militär immer etwas anfälliger für rechtsextremes Gedankengut, weil es attraktiver ist für Rechtsextremisten. Da geht es um Waffen, da geht es um Uniformen, da geht es um Hierarchien. Also das ist anschlussfähig für manche, die hoffen dann in der Bundeswehr eine geistige Heimat zu finden. Ich habe das jetzt öfter gehört, so dieses Thomas Wiegold übrigens auch. Nicht Thomas Wiegold, sondern Frank Lübberding. Ja, die Wehrpflicht abzuschaffen war das große Problem, weil jetzt hat man es nur noch mit Idioten zu tun. Glaube ich sofort, aber die Lösung kann nicht sein, dass jetzt jeder nochmal einen Dienst an der Waffe leisten muss. Ja, und das wäre albern. Und die Fälle, die jetzt bekannt geworden sind, ob nun die sexuellen Übergriffe, die Foltermethoden oder halt dieser rechtsextreme Flüchtlingsimitator, waren ja alle Wehrpflichtige. Also die waren jetzt irgendwie nicht über so. die Freiwilligen gekommen. Das kommt auch noch dazu, das muss man sagen. Was ich gut finde, von der Leyen hat eine Dunkelfeldstudie in Auftrag gegeben, die läuft noch, aber derjenige, der das durchführt aus Niedersachsen, der hat auch schon mal das Problem geschlossener Organisationen angesprochen und ich habe das jetzt mal mit drin gelassen, weil ich mir dachte, das ist ja vielleicht ein Argument für den Soziologen Schulz. 20.000 Soldaten und Soldatinnen werden anonym befragt, für von der Leyen eine riskante Flucht nach vorn. Ich rechne damit, dass es Vergewaltigungen gibt, dass es wüste sexuelle Orgien gibt, wie sie bei so Ritualen, wenn ein Neuling kommt, üblich sind. Das gibt es in Gefängnissen, das gibt es in Internaten, das gibt es in allen geschlossenen Organisationen, dass da Dinge laufen, die verboten sind und die schlimm sind und die massive Belastungen für die Betroffenen darstellen. Und da muss man ran. Ja, das ist... Kann mich jetzt täuschen, Erwin Goffman oder so. Also es gibt ein sehr berühmtes soziologisches Werk zu diesen geschlossenen Institutionen. Und man ist doch sehr überrascht, wenn man das einmal so durchliest, ja, weil das betrifft eben dann tatsächlich so, also da, wo Leute, sagen wir mal, da, wo Leistungs- und Publikumsrollen, also zum Beispiel Arzt und Patient oder Ausbilder und Zögling auch privat miteinander zu tun haben, ja? Weil man da nicht einfach so nach Hause gehen kann und so. Und da spielen sich doch ein paar soziale Regeln ein, so im Alltag, die man im Blick haben sollte. Und auf die man nicht einfach so von alleine kommt, ja. Also man ist dann doch sehr überrascht, wenn man aus so einem liberalen Verständnis von, ach ja, da gehe ich zur Arbeit und da fahre ich nach Hause und Google lotst mich und dann sitze ich zu Hause und gucke Fernsehen und ups, plötzlich kriege ich mal Einblick in so eine geschlossene Institution. Kann einen überraschen, wenn der Einblick zu tief geht. Der Regierungsbericht aus Berlin hat das Bundeswehrthema ja nicht zum Thema gehabt. Da habe ich mich gefragt, warum? Und dann bin ich drauf gekommen, naja, weil sie die von der Leyen nicht als Gast haben konnten. Und wen hat Berlin direkt gehabt? Natürlich Frau von der Leyen. Und deshalb war das wahrscheinlich auch ein Thema. Aber man muss Frau von der Leyen zugestehen, sie macht gerade einen guten Job. Performance-technisch macht sie genau das Richtige. Und ich habe mal zusammengefasst oder beziehungsweise einen kurzen Ausschnitt. Ich finde, sie geht die Flucht da vorne an und macht's richtig. Wie groß ist Ihr Anteil an dem Problem? Unterm Strich habe ich immer die schlussendliche Gesamtverantwortung, das ist gar keine Frage. Aber meine Aufgabe ist eben auch, tiefer zu graben. Und wenn wir tiefer graben, dann sehen wir eben, dass wir an die Strukturen ran müssen, die da sind. Denn offensichtlich greifen die Mechanismen nicht, die solche Streitkräfte haben müssen, damit auch frühzeitig gemeldet und aufgeklärt wird. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wenn sie sich da so von distanziert, was weiß sie denn, was da noch alles aufploppt die nächsten Monate und Jahre? Als hätte sie dann so eine geheime Studie gemacht, ja? Wie bei VW damals. Ja, wir wissen, sie haben jetzt betrogen. Okay, dann machen wir mal eine Studie, wie die Abgaswerte wirklich sind. Und dann Flucht nach vorne. Ich habe im Heute-Journal, da gab es auch einen Bericht zu diesem Bundeswehrskandal am Freitag. Und da hat der Bericht kurios geendet, weil das ist ja natürlich die Online-Version. Stefan, du musst jetzt am Ende mal aufpassen, weil du musst unseren Hörern sagen, die das jetzt nicht sehen,
was du da siehst. Auch dieser Mann steht in Erklärungsnot, der Präsident des militärischen Abschirmdienstes. Der MAD hatte den Soldaten sicherheitsüberprüft, wohl auch im privaten Umfeld, und nichts gefunden. Ohne den Waffenfund in Österreich wäre der Mann nie aufgeflogen. Und da fragt man sich natürlich, was macht der militärische Abschirmdienst zum Schutz innerhalb der Bundeswehr, wenn es um rechtsextreme Strukturen, um Fremdenfeindlichkeit, um Rassismus geht? Wohnungen in Deutschland, Österreich und Frankreich, auch Diensträume der Bundeswehr, hat die Polizei seit gestern durchsucht. Bislang ohne nennenswerte Neuigkeiten. Und der festgenommene Soldat, der schweigt. Video geändert für die Mediathek wegen falsch zugeordneter Bilder. Naja gut, das kann halt passieren, wenn man nur noch durchs Archiv stolpert, ja. Sehr gut. Dann hat Berlin aber, direkt... Aber das, was Hahn sagte, ja, fand ich gut. Weil es ist genau wie mit VW, ja. Die Amerikaner aus 1000 Kilometer Entfernung kriegen das alles aufgeklärt, wir nicht. Und jetzt Terror und so. Und die Österreicher brauchen nur mal ein Schließfach, ja, dass sie überwachen und schon zack. Und die Deutschen wieder, wir haben von nichts gewusst. Apropos nichts gewusst, Sigmar Gabriel ist der neue Außenminister und Berlin Direkt hat sich gedacht, na, wir machen mal einen kleinen Beitrag, wie sich denn unser Populist, ja, unser SPD-Grande als Außenminister schlägt, und wir gucken uns mal einen Teil des Beitrags an und guck mal, ob du ein anderes bekanntes Gesicht entdeckst, Stefan. Genau, fertig. Manchmal vergisst Sigmar Gabriel noch, dass er Außenminister ist. Jetzt wünschen Sie mir viel Glück. Ich gebe hinterher einen aus. Dann hat er so lange geredet, dass der Dolmetscher einen ganzen Block vollgeschrieben hat und ein vielminütiges, umfassendes Referat wiederholen muss. Auf Chinesisch. Es geht immer noch weiter. Einmal atmen, ich geht nicht weiter. Fürs Reden ist Sigmar Gabriel so berüchtigt wie berühmt. Fürs Schweigen ist er nicht bekannt. Deshalb fragten so viele, kann Gabriel Diplomat? Sigmar Gabriel war aus meiner Sicht ein Politiker, der irgendwie populistisch auch verdächtig erschien. Jemand, der gerne polarisieren könnte oder in der Lage zu polarisieren. Aber jetzt als Außenminister ist er nicht mehr so. Sigmar Gabriel ist nicht mehr so. 3 Monate lang hat er keinen Eklat produziert. Seit Amtsübernahme. Bis Dienstag. Herr Schäfer in Trainingsklamotten oder was? Ja! So, das Wichtigste war jetzt aber der letzte Satz, den wir gerade gehört haben. Gabriel hat bisher keinen Eklat provoziert. Bis Dienstag. Und da sind wir jetzt schon bei der Stoßrichtung dieses Beitrags, nämlich in Sachen Netanyahu und Israel. Berlin Direkt schiebt diesen Eklat Sigmar Gabriel in die Schuhe, weil wenn dein Außenminister in ein Land reist und sich dort mit Nichtregierungsorganisationen trifft, dann ist das natürlich sein provozierter Eklat. Dass das Netanyahus provozierte Eklat war, weil Netanyahu wollte das, fällt unter den Teppich. Wir hören jetzt auch Netanyahu und danach hören wir einen Journalisten, der das auch nochmal einordnet, der kein ZDF-Journalist ist, sondern von wem könnte der kommen? Ja, wen nimmt man denn da? Jemand von Springer, ja, von der Welt, ja. Die sind ja, die sind ja bei Israel sehr auf. Ja, die haben ja ihre Satzung da. Die müssen ja alle, bevor sie da einen Arbeitsvertrag unterschreiben, erstmal die Präambel der gemeinsamen Zusammenarbeit unterschreiben. Also, wir merken uns, Sigmar Gabriel ist schuld an diesem Eklat in Israel. Ich treffe mich nicht mit Diplomaten, die sich wiederum mit Organisationen treffen, die unsere Soldaten diffamieren. Ist es Stärke, dass sich Gabriel den Besuch bei Israels Regierungskritikern nicht verbieten lässt? Oder Schwäche? Kommt doch der alte Gabriel wieder durch, der Undiplomat? Er hat ja auch als Wirtschaftsminister etwa in Saudi-Arabien oder im Iran sich sehr unbeliebt gemacht. Das setzt er jetzt fort. Steinmeier hätte das sicher anders gehandelt in Israel. Na dann, ein Glück, dass wir jetzt Gabriel an diesem Posten haben und nicht mehr Herr Steinmeier. Das wurde jetzt nicht eingeblendet, aber Daniel Friedrich Sturm ist Weltredakteur. Ja. Und ich habe noch so einen kurzen Ausschnitt, weil Sigmar Gabriel hat vollkommen recht in dieser Debatte und er kann das auch super gut in 10 Sekunden zusammenfassen.
Man stelle sich vor, wir laden Herrn Netanyahu nach Deutschland ein, dann will der sich mit regierungskritischen NGOs treffen, die es ja gibt in Deutschland. Und dann sagen wir, aber wenn du das machst, brechen wir den Besuch ab. Die Leute würden uns für verrückt erklären. Sehr gut. Ja, Gabriel gefällt mir super als Außenminister. Seit Anfang an eigentlich. Kurzes Gastspiel am Amt, aber gut. Gut, dann gab es ein lustiges Outro bei Berlin Direkt, wo Gabriel eine untergeordnete Rolle spielt. Aber ich fand das aber lustig. Es war anscheinend ein bisschen stürmisch in Berlin. Und dann passiert sowas. Das musst du jetzt erklären, Stefan. Ja, die drei Fahnen hinter dem Handschlag sind umgefallen, aber erst nachdem die Fotos fertig waren. Genau. Trotzdem lustig. Und bevor wir zu den Outros kommen, als kleiner Aufwachenservice für unsere Horse Race Hörer, habe ich jetzt nochmal zusammengefasst, wie der aktuelle Zwischenstand im deutschen Königs Horse Race ist. Horseland, Horseland. Yeah, 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 yeah. Nach seinem Höhenflug im Februar, als er Kanzlerin Merkel deutlich überholen konnte, hat sich das Kräfteverhältnis jetzt umgedreht. Nur noch 37% wollen lieber Schulz als Kanzler. 50% wünschen sich weiter Angela Merkel im Kanzleramt. Da sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß. Hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Auf der Skala von +5 bis -5. Ist Horst Seehofer Schlusslicht, Loser. Leichte Verluste 0,4. Ursula Loser. Von der Leyen 0,8. Gewinner? Cem Özdemir auf der 8 0,9. Auch Gregor Gysi mit 0,9. Deutlich verbessert Sigmar Gabriel 1,2. Oh. Knapp davor Martin Schulz, leicht abgerutscht 1,2. Auf der 4 Thomas de Maizière 1,3. Angela Merkel auf Platz 3 mit 1,8. Davor Wolfgang Schäuble 1,8. Und weiterhin Erster, Winfried Kretschmann, konstant 1,9. Ganz kurz, Martin Schulz ist unbeliebter als Thomas de Maizière aktuell. Martin Schulz ist auf einem Niveau mit Sigmar Gabriel. Also da hat sich eigentlich der Wechsel von Sigmar Gabriel zum Außenministeramt schon mal wieder gelohnt. Ja? Also Gabriel, Popularität wächst. Hören wir mal weiter. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, könnten CDU/CSU 2 Punkte zulegen auf 37%. Die SPD büßt deutlich ein, 29%. Die Linke 9%, leichte Gewinne, ebenso die Grünen jetzt bei 8%. Auch die FDP leicht verbessert, 6%. Die AfD verliert dagegen leicht und kommt auf 8% der Stimmen. Ich gebe mal einen Tipp ab. SPD im September 26%. Mhm. Das reicht nicht, um Martin Schulz zu killen. Aber das wird dann die nächsten 4 Jahre passieren. Ich will, dass die SPD stark wird. Ich möchte, dass diese Partei stark wird. Ja, der Hype ist vorbei. Apropos Hype, Robert Habeck ist der beliebteste Politiker in Schleswig-Holstein. Mhm. Und obwohl es irgendwie in den Regierungsberichten und in den Tagesthemen und Heute-Journal eigentlich fast gar kein Thema ist, ist eine Wahl am Sonntag, eine Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Und ich habe gestern Abend nochmal mit Robert Habeck gesprochen. Ich habe ihn auf einem Parkplatz im Nirgendwo in Schleswig-Holstein erreicht und wir haben uns 18,5 Minuten unterhalten. Das hört ihr jetzt im Anschluss als Outro. Er tritt aber auch nicht an, da, ne? Muss man dazu Nein, sagen. Kurz. Das hört ihr dann, das hört ihr dann im Gespräch. Robert Habeck kann nur Politiker bleiben, wenn die Grünen in der Regierung vertreten sind. Ja. Also er kann nur Minister werden. Und das zweite Outro, das hat uns Jörg Wagner zur Verfügung gestellt, weil ich hatte es ja beim Gespräch von mit Sigmund Gottlieb angesprochen, dieses Gespräch von Klaus Belo, der war Korrespondent des Bayerischen Rundfunkes während des Kriegs im Kosovo und der Bombardierung Jugoslawien und so weiter und so fort. Und Jörg Wagner hat uns das zur Verfügung gestellt. Es ist von 1999. Entschuldigt, die Audioqualität ist nicht die beste, ist keine Aufwachen-Podcast-Qualität. Insbesondere
Jörg Wagner ist schwer zu verstehen, aber es kommt ja auf Klaus Below an. Ja, vielen Dank an Jörg Wagner für dieses Pfeil, weil das sollte noch ein bisschen mal unterstreichen, was Sigmund Gottlieb abgestritten hat. Ja? Hm. Es gibt keinen Einfluss auf unsere Korrespondenten. Klaus Below berichtet. Und das war's. Gut, dann lese ich noch kurz unsere Unterstützerzahlenliste vor. Will Thilo vielleicht schon los zur BBK oder? Wie lange dauert denn das jetzt? Ich fange mal an und du sagst dann im Zweifel. Nee, ich kann ja schon mal sagen, geht auf iTunes, bewertet unseren Podcast positiv. Wir brauchen noch Präsentatoren und Produzenten für Folge 202 nächste Woche. Und ansonsten wünsche ich ein schönes Wochenende. Ach so, ich habe noch eine Sache. Wir haben ja neue Junge Naiv-Folgen, unter anderem mit Heinz Riesenhuber, dem Alterspräsidenten des Bundestages, kommt aus Frankfurt, aus der Schulzischen Ecke. Wenn das denn wird. Nee, er ist seit zwei... genau, wenn das denn bleibt. Er wird nicht nochmal an. Er tritt ja nicht mehr an. Er ist 82 Jahre alt, ein interessantes Gespräch und am Sonntag kommt ein wirklich tolles Gespräch mit Jeff Furman. Sagt euch vielleicht nichts, ist der Chairman von Ben & Jerry's, einer Ausnahmefirma in Amerika, und das empfehle ich euch schon jetzt. Kommt am Sonntag. Gut, und damit danken wir Alexander, Katharina, Gabriel, Lisa, Micha, Peter, Timo, Paul, Daniel, Corbinian, Yvonne, Sven, Annika, Daniel, Bernhard, Edward, Sebastian, Daniel, Rupert, Manuela, Benjamin, Susanne, Konrad, Peter, Betual, Michael, Simon, Jörg, Steffen, Michaela, Merten, Andreas und Ines, Benjamin, Frank und Sonja, Adam, Georg, Tim, Julia, Karl, Ulrich, Slavik, Lars, Stefan, Daniel, Benjamin und Denise, David, Oliver, Raphael, Sebastian, Benito, Maximilian, Daniel, Thorsten, Michael, Sebastian, Ruwan, Laura, Jan, Michael, Muhammad, Christian, Maren, Saskia, Peter und Sophie, Hassan, Robert und Melanie, Walter, Tobias, Sören, Christian, Pascal, Dustin, Stefan, Christian, Kevin, Kilian, Katharina, Marcel, Tobias, Benedikt, Ulrike, Ronny, Arne, Sabine, Christian, Markus, Hendrik, Alexander, Matthias, Alexander, Dirk, Hendrik, Maria, Patrick, Kai, Jonas, Theodor, Robert, Raphael, Fabian, Yannick, Jan, Mario, Jan, Stefan, Susanne und Thomas, Luisa, Felix, Alexander, Daniel, Maximilian, Dennis, Konrad, Michael, Adam, Franziska, Daniel, Friedrich, Frank, Bernhard, Ansgar, Björn, Marie, Sandro, Florian, Christian, Thomas, Annika, Jan, Anonym, Frank, Clemens, Samuel, Florian, Alina, Alexander, Markus, Tobias, Malte, Monique, Nathan, Ibrahim, Sebastian, die haben es uns fortgegeben, und Marco, Ulrich und Thomas haben sich an Thilo gewandt. Alle eure Botschaften tragen wir am Dienstag vor, wenn wir dafür wieder Zeit haben. Falls Namen vergessen wurden, bitte sagt uns das in dem Moment, wo sie vergessen wurden. Manchmal wird spät verbucht oder so, aber da am Dienstag auch die Frage aufkam, wo ist die eine 170er Unterstützung? Keine Ahnung. Also wenn ihr uns in dem Moment dann kurz Bescheid sagt, ist das gut, dann helfen wir euch da aus und nennen euch natürlich auch gerne hier in unserem Unterstützerreigen. Au revoir. Und damit auf zu den Outros und Thilo auf zur BBK. Bis denn. Gut, wir haben Robert Habeck. Robert, wo bist du gerade? Ich bin auf einem Parkplatz in... Ja, wo bin ich eigentlich gar nicht gerade da? Ich glaube, Arnsburg. Ja, also man kommt ganz durch den Tüdel. Alle zwei Stunden bin ich an einem anderen Ort in Schleswig-Holstein. Also mitten im Wahlkampf. Ja, doch, Stress, muss man sagen. Und ihr habt da so eine Stände, wo ihr die Bürger empfangt. Kann man sich das so vorstellen? Ja, es sind verschiedene Formate. Im Grunde sind jetzt alle Kreis- und Ortsverbände nochmal auf der Straße, bauen dann immer diese Sonnenstände auf. Und wir haben Verstärkungen uns aus dem Bundesgebiet geholt, also in der Nähe von Schleswig eine Art Camp gemacht, wo jetzt ungefähr 100 Leute sind, die aus dem Bundesgebiet kommen und immer so in Zweier-, Dreier-Teams noch die Leute vor Ort unterstützen. Und deswegen springe ich auch immer hin und versuche, gute Laune zu verbreiten und die Leute zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Und abends nochmal einmal Abendsveranstaltungen. Ne? Ich habe jetzt gelernt, dass die Menschen in Schleswig-Holstein die glücklichsten Menschen in Deutschland sind. Kannst du uns das als der beliebteste Politiker des Landes erklären? Ja, das kann ich, glaube ich. Man kann Glück ganz gut messen inzwischen. Das ist jetzt kein Voodoo und da ist auch nicht mit Glück, oh, heute habe ich aber Glück gehabt, vergleichbar, sondern mit Lebenszufriedenheit. Und man misst im Grunde die Aussagen, wie man sich das Leben vorstellt, mit der Realität. Also wenn du fragst, wie viele Stunden in der Woche würdest du arbeiten, und dann kommt dabei raus 30 oder 40 und du arbeitest 80, dann bist du einfach nicht besonders glücklich. Ja. Und
So gibt es verschiedene Faktoren, die man übersetzen kann und die auch in Schleswig-Holstein eingelöst sind. Die Einkommensverteilung ist ein starker Faktor für Lebenszufriedenheit. Und wenn Gesellschaften ungleicher werden, dann ist die Lebenszufriedenheit deutlich abnehmend. Wir haben relativ wenige Superreiche in Schleswig-Holstein. Also es gibt eine gleichere Gesellschaft. Das, glaube ich, ist ein großer Faktor. Und es gibt eine relativ intakte Natur beziehungsweise eine hohe Identität mit der Natur. Vor allem an den Küsten, an den Meeren merkt man das. Und deswegen, glaube ich, Naturschutz und Gerechtigkeitspolitik machen Menschen glücklich. Du sagst gerade, ihr habt wenige Superreiche. Weißt du, wie viele Millionäre ihr in Schleswig-Holstein habt? Das ist immer Stefans Lieblingszahl. Stefan sagt ja immer so, wir haben irgendwie 800.000 oder 1 Million Millionäre in Deutschland. Ja, nee, das weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass an der Westküste, da wo die Windkraft ist, die Millionärsdichte zugenommen hat. Aber ja, klar, einige Leute sind dabei reich geworden. Das muss man einfach so sehen. Ich meine, die haben natürlich auch ein Risiko getragen, aber das hat sich ausgezahlt, auf die richtige Technik gesetzt. Letztlich ist es mir lieber, die werden ein bisschen reicher, als dass die RWE-Bosse sich noch mehr Taschen voll machen. Aber klar, es ist Marktwirtschaft und Kapitalismus und da gibt es dann eben auch Gewinner auf der Seite. Aber wir haben eben, ich habe mir mal so eine Grafik angeguckt, ist jetzt schon ein bisschen her, wo sie die Boller waren. Ich glaube, es waren nicht Millionäre, sondern ich weiß nicht, was, war noch eine Nummer höher und da waren wir relativ dünn besiedelt. Hm. Aber Hamburg frisst natürlich dann den Reichtum. Also da sind dann die ganz richtig Superreichen und das zählt aber irgendwie nicht zu Schleswig-Holstein und deswegen sind die Hamburger wahrscheinlich unglücklicher und die Schleswig-Holsteinischer glücklich. Kannst du mal kurz zusammenfassen, auf welche Themen ihr als Grünen im Wahlkampf gesetzt habt? Womit habt ihr die Bürger angesprochen? Ja, es gibt eine Reihe von Themen, im Grunde die grünen klassischen Themen, das heißt also Klimaschutz und Energiewende, das ist ja meine fachliche Zuständigkeit, auch Landwirtschaft und Umgang mit Tieren und Umwelt. Und auf der anderen Seite haben wir einen großen Schwerpunkt für Gerechtigkeits- und offene Gesellschaftspolitik gelegt. Aber man kann für den Wahlkampf in Schleswig-Holstein sagen, dass eigentlich nicht das eine Thema den Wahlkampf bestimmt, sondern eher, wie wird das Land regiert oder wie ist Politik, wie vertrauenswürdig, wie wahrnehmbar ist Politik. Also es ist eine sehr stark personalisierte Wahl. Oh. Und Themen haben das nicht abgelöst. Und ehrlicherweise klingt jetzt ein bisschen eitel, schneiden wir da Monika Heinold, die Spitzenkandidatin, um eine Wenigkeit nicht schlecht ab. Ich glaube sogar, wir schneiden ziemlich gut ab. Jetzt hast du gerade die Themen genannt, die ihr in den Wahlkampf eingebracht habt. Mit welchen Themen konfrontieren dich dann die Bürger, also bei den Wahlkampfständen? Haben die andere Themen, die sie mit dir bereden wollen? Ja, das ist natürlich ein ganz bunter Strauß an Themen. Teilweise sind es Gebühren für Straßensatzungsbeiträge oder Rentenfragen. Aber ein Thema ist tatsächlich die Energiewende und Windkraftausbau in Schleswig-Holstein nicht so dominant und krass, wie das an anderen Themen ist. In anderen Regionen ist, ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern wurde die Wahl für die Grünen richtig daran auch verloren. Das war so ein strittiges Thema. So ist es hier nicht. Aber ist schon ein Thema, das muss man sagen. Zweites Thema ist Bildungspolitik, wo die CDU eine Rolle rückwärts gemacht hat und uns wieder so eine Schulsystemdebatte aufzwingt. Das, was, wo wir nicht drauf einsteigen wollen, ist auch nicht das Megathema, aber ein zweites Thema, das so kommt. Aber nochmal, die eigentlichen Aufreger oder Debattenthemen sind eher, welcher Politiker ist überheblich? Es gibt ein Interview des Ministerpräsidenten, wo er seine Trennungsgeschichte von seiner Familie breitgetreten hat ein bisschen. Das haben viele Leute nicht als besonders klug empfunden und sprechen uns darauf an. Das war in der Bunden auch kein gutes Format, glaube ich, für Politiker dahin zu gehen. Also ich glaube, dass das, was Leute dazu bringt, ihre Wahlentscheidung zu ändern, ist nicht eine Zahl oder das eine Thema, sondern wem vertraue ich, welcher Partei vertraue ich ein Land an, beziehungsweise wer strahlt Verantwortungsbereitschaft und vielleicht eine gewisse Lässigkeit aus. Ja, und deswegen, glaube ich, stehen wir gut da. Ich soll von Stefan fragen, der hat nämlich heute einen Artikel gepostet oder geteilt, dass der Vogelbestand in Deutschland in den letzten 30 Jahren um mehr als die Hälfte gesunken ist und ihr Grünen sucht doch Themen. Warum macht ihr das nicht zu einem der großen Themen? Du bist ja eigentlich der Draußenminister. Ich bin der Vogelminister. Ja, genau. Ist aber auch ist ein Thema, war schon immer Thema, ist ja nun auch meine direkte Verantwortung und die interessante Nachricht ist, dass in Schleswig-Holstein die Trendwende in den letzten Jahren geschafft wurde. Also wir haben eine sehr durch dich wahrscheinlich, ja?
nicht durch mich allein, aber durch die politische Verantwortung. Das läuft im Grunde so. Also im Grunde ist das Problem, in der intensiven Agrarfläche haben diese Wiesenvögel keine Chance. Da wird so viel gespritzt, gegüllt und gemäht, dass die keine Chance zum Überleben haben. Wir haben sehr viel Kraft da reingesteckt, Flächen zu schützen und rauszunehmen aus der Bewirtschaftung. Und tatsächlich gibt es jetzt vom NABU, das ist also ja nicht... Ich glaube, die sind da unverdächtig. Im Grunde erzählen die immer, dass alles schlechter war. Aber gibt es jetzt die Aussage, in Schleswig-Holstein erholt sich der Wiesenvogelbestand. Ist noch immer unter Druck, ist noch immer ein großes Problem. Aber es ist in Schleswig-Holstein deutlich besser als im Durchschnitt der Republik geworden. In den letzten 3-4 Jahren. Also Politik macht einen Unterschied. Ein großes Thema ist ja auch die Verluste der HSH Nordbank, den irgendwie die schleswig-holsteinischen Steuerzahler 5 bis 8 Milliarden Euro kostet. Das scheint aber im Wahlkampf an sich kein Thema zu sein. Wie kommt das? Nee, ist kein Thema. Ich glaube, es liegt an Monika Heinold, unserer Spitzenkandidatin. Die ist ja auch Finanzministerin gewesen. Alle wissen, dass die Grünen das Thema nicht verbockt haben. Ist so ein bisschen wie der Atomausstieg. Haben wir auch nie gewollt. Und alle wissen... bauen das Monika auch zu, dass sie es, also wenn es jemand vernünftig und aus Sicht des Steuerzahlers abwickeln kann, dann ist es Monika Heinold und deswegen ist es kein großes Thema geworden. Die Scheiße ist halt in den Ventilator geflogen und jetzt gibt es noch jemanden, der den Stecker zieht und das ist Monika. Und das respektieren und akzeptieren die Leute. Du hast gerade gesagt, dass ihr gegen den Atomausstieg wart. Nee, also... Der Atomausstieg ist sozusagen ja auch nicht von den Grünen, also ja, ich habe mich versappelt, zu viele Gespräche. Also ne, Atomkraft auch von den Grünen nicht gemacht worden. Wir machen aber an vielen Stellen verantworten den Umgang mit der radioaktiven Altlast. Also ich bin jetzt ja auch letztlich Atomausstiegs, aber irgendwie auch Atomminister. Und trotzdem kreiden mir die Leute nicht an, dass da ein Atomkraftwerk rumsteht und noch vor sich hinläuft, sondern alle sagen, naja, irgendeiner muss es ja machen und dann vielleicht die Grünen, weil sie dann ein bisschen genauer hingucken als andere. Ganz kurz nochmal zurück zum Bildungsthema. Du hast gerade gesagt, die CDU hat dann einen Schwenk gemacht. Seid ihr jetzt für G8 oder seid ihr für G9? Also Abitur nach 13 Jahren oder nach 12 Jahren? Wir sind dafür, diese Frage nicht wieder neu aufzumachen. Also wir waren nicht für G8 und unter dem ideologischen Druck vor 5 Jahren, der vor allem von CDU und FDP ausgelöst wurde, haben wir uns in einem großen Dialogprozess mit den Schülern, mit den Elternverbänden, mit den Schulen, mit den Gewerkschaften hingesetzt und gesagt, okay, dann machen wir es jetzt so, wir machen eine kurze Phase, wo sich die Gymnasien entscheiden können, ob sie G8 oder G9 haben wollen. Hm. Wenn diese Phase abgeschlossen ist, kriegen die Gymnasien G9, die das haben wollen. Das waren dann 2 Hände voll und danach sagen wir so, und jetzt erstmal ein paar Jahre weiter, dass nicht alle ganz wuschig werden, dass nicht alle 2 Jahre rauf und runter gemacht wird. Da sind wir sozusagen, wir, die Grünen, wollten ja eigentlich immer eher ein starkes Gemeinschaftsschulsystem, einige die Abschaffung der Gymnasien. Wir haben ja gesagt, wir halten jetzt da auch die Klappe und lassen uns auf diesen Kompromiss ein, damit wir endlich mal über die Qualität der Ausbildung reden können. Wie viele Lehrer gehen an die Schulen? Wie organisiert man Inklusion? Wie viele Lehrmittel gehen dahin? Wie viele Gelder für Lehrmittel gehen dahin und so weiter? Das hat auch 5 Jahre lang super geklappt. Wir hatten eigentlich überhaupt keinen Stress und überhaupt keine Debatte, bis die CDU sie wieder vom Zaun gebrochen hat. Aber ich glaube, so richtig erfolgreich ist es nicht. Das heißt, es gibt jetzt irgendwie einen Anteil von Gymnasien in Schleswig-Holstein, die nach 13 Jahren Abi machen und andere machen nach 12 Jahren. Genau so ist es. Und es gibt einen großen Anteil von Gemeinschaftsschulen, die auch das Abitur direkt an ihrer Schule ermöglichen. Einige machen das nicht. Und mit diesen 4 Modellen, also Gemeinschaftsschule bis zum Abi, Gemeinschaftsschule bis zur 10., G8, G9 in der Mischform sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Es gibt sozusagen eine gewisse Auswahl, nicht für alle und an jedem Ort. Aber das war eben, das haben die selbst so gewollt und selbst so bestimmt. Und eigentlich war das unter dem Stichwort Schulfrieden hier ganz gut akzeptiert. Anderes Thema ist der Abschiebestopp nach Afghanistan. Das seid ihr ja das einzige Bundesland gewesen, das gesagt hat, wir schieben nicht ab. Allerdings nur bis zum 10. Mai. Das riecht ja ganz stark nach Wahlkampf. Nach dem 10. Mai werden auch afghanische Flüchtlinge wieder aus Schleswig-Holstein abgeschoben. Wir hätten das gerne länger gemacht. Also die Landesregierung, wie sie im Moment besteht, ist völlig klar, dass wir Afghanistan nicht für ein sicheres Land halten. Aber die Bundesregelungen sagen, man darf solch eine Regelung abweichen von der Bundesregierung, die ja das Außenministerium hat und das Verteidigungsministerium. Also sie behaupten, sie haben die eigentliche Expertise, darf nur 3 Monate aussetzen. Und danach fällt man wieder unter das Bundesregime drin. Ich sehe es halt eher genau umgekehrt. Wir haben die Zeit noch reingekriegt in diese Legislatur. Also hätten wir
noch 2 Monate gewartet oder so und gesagt, wir machen jetzt noch 1 Monat Abschiebestopp und dann 2 Monate nach der Landtagswahl und eine andere Regierung käme mit dran, dann wäre diese Zeit nicht ausgenutzt worden. Also klar kann man uns das vorwerfen, aber das Problem sind halt die 3 Monate. Und wenn wir das dauerhaft machen könnten oder ein paar Jahre, dann würden wir das auch tun. Aber man kann uns, glaube ich, nicht vorwerfen, dass die bundesgesetzlichen Regelungen falsch angewandt werden. Also nur zum Verständnis für unsere Hörer, ihr könnt diesen Abschiebestopp gar nicht verlängern. Genau so ist es. Wir dürfen den Abschiebestopp nicht verlängern. Mhm. Und ja, es passt halt gerade mit der Wahl zusammen, aber eher deshalb, damit die Monate noch voll genutzt werden konnten. Also ist das Gegenteil von Taktik. Wenn es eine taktische Überlegung gegeben hätte, so Wahlstrategen sagen irgendetwas, dann hätten die gesagt, macht gar keinen Abschiebestopp nach Afghanistan. Ja. Weil die Mehrheit der Menschen findet, man muss da jetzt mal hart durchregieren und die Leute müssen dahin. Und wir haben uns damals bewusst und im Wissen auch des Risikos gegen diese wahlstrategischen Überlegungen entschieden und sind damit nicht schlecht gefahren. Die allermeisten Schleswig-Holsteiner und Schleswig-Holsteinerinnen sind, so meine ich, stolz darauf, dass sie in einem Land leben, das Humanität nicht nur für so eine Phrase hält. Und also das hat uns im Wahlkampf null geschadet. Bundespolitisch spielt der Wahlkampf in Schleswig-Holstein oder die Wahl in Schleswig-Holstein kaum eine Rolle, also im Gegensatz zur NRW-Wahl. Kannst du das erklären? Ja, ist nicht meine Wahrnehmung. Also uns rennen hier die Fernsehkameras die Bude ein. Aber na klar ist NRW, keine Ahnung, 10-mal größer als Schleswig-Holstein, da 10-mal mehr Einwohner. Und das ist immer eine vorgezogene kleine Bundestagswahl. Das sind wir natürlich nicht. Wir sind ein kleines, glückliches Land mit einer starken grünen Partei und ich meine, ist ja, du weißt, dass ich die Bundespolitik mal starken Visier hatte, habe ich aber jetzt nicht mehr und deswegen bin ich auch zufrieden. Ich muss die Tagesschau nicht jeden Tag hier haben, habe sie aber trotzdem jeden Tag hier. Herrscht denn Wechselstimmung in Schleswig-Holstein? Null. Ja, es gab große Zufriedenheitswerte mit der Regierung und ich kann gar keine Wechselstimmung erkennen. Es gibt Dämlichkeiten im Wahlkampf, die Parteien begehen oder Politiker begehen, aber die lösen keine Wechselstimmung aus. Welche Dämlichkeit hast du begangen? Ich will nicht sagen, dass wir einen fehlerfreien Wahlkampf geführt haben, wir Grünen, aber ja, welche Dämlichkeit habe ich denn begangen? Ehrlich gesagt, stellt mir jetzt keine ein, jedenfalls nicht in diesem Wahlkampf. Nö, läuft. Gab's ein Highlight aus deiner Sicht? Also hast du irgendwas super richtig gemacht? Also ein Highlight ist ein kleines Highlight, ist das eben schon angesprochene Küstencamp. Also dass wir offen aufgerufen haben, Grüne aus der ganzen Republik kommt nach Schleswig-Holstein und echt so viele Leute kommen. Und das ist für mich so jedes Mal so ein kleines Highlight. Eben gerade hat mich eine Frau aus Hessen angesimst, dass sie jetzt nochmal ein Auto vollpackt und morgens um 4 fahren die dann aus Frankfurt oder Darmstadt los, um noch rechtzeitig, wenn dann die Wochenmärkte am Samstag aufmachen, hier zu sein, um uns noch im Wahlkampf zu unterstützen. Das ist doch Wahnsinn eigentlich. Also, dass Leute sich so den Allerwertesten aufreißen. Das sind meine kleinen Highlights. Und was auch noch bemerkenswert ist, ich habe mal in die Umfragen reingeguckt, dass die AfD bei euch an der 5%-Marke irgendwie knabbert. Wie kommt das? Also warum ist die AfD in Schleswig-Holstein so schwach? Also offenbar so schwach. Wir wissen ja nicht, wie es jetzt am Sonntag ausgeht. Ja, genau. Also weiß man nicht. Und häufig ist die AfD stärker als in den Umfragen gehandelt. Aber wenn es so kommt, soll es mir nur recht sein. Ja, aber würde das nicht bei euch im Landtag für irgendwelche Mehrheitsverschiebungen sorgen? Ja, wenn die AfD reinkommt, kann es sein, dass also die bestehende Koalition, die ich ja gerne fortsetzen möchte, hatte jetzt nur eine Einstimmenmehrheit und ich würde mal denken, sie wird entweder eine Stimme zu wenig kriegen oder mit einer Stimme wiedergewählt werden. Das wird also eine extrem knappe Kiste werden. Mhm. Und wenn die hier reinkommt, dann ist das schwerer, eine Regierung die bestehende Regierung zu bilden. Einfach weil die einen Teil der Stimmen absorbieren und dann fehlen uns 3-4 Mandate auf einmal, wenn die AfD reinkommt. Wenn sie nicht reinkommt, kriegen wir auch eine vernünftige Regierung. Meine Erklärung, warum die so schwach sind, liegt daran, dass, und das ist ja eigentlich erstaunlich, weil Schleswig-Holstein eigentlich so ein Bauern- und Bundeswehrland ist, dass die Regierung nicht von oben herab agiert hat. Also dieser Stil, wir gehen dahin, wo es weh tut, wir reden mit den Leuten und nur weil wir gerade die Macht haben, haben wir nicht das Recht. Der ist, glaube ich, akzeptiert und Leute nehmen einem ab, dass wir es ernst und großes Wort für Politiker auch ehrlich meinen.
Deswegen, glaube ich, kriegen die keinen richtigen Boden auf die Füße. Bei deinem Abschiebestopp Afghanistan konnte man das ganz gut sehen. Im Grunde haben wir gesagt, oder habe ich immer gesagt, ich verstehe auch Leute, die sagen, wir schieben nach Afghanistan ab. Also ich sehe ihr Argument, nämlich aus Sorge vor Rechtspopulismus. Ja, also die sagen, wenn man die Idee dahinter ist wahrscheinlich, wenn man sagt, alle bleiben hier, dann kommen auch alle und dann verlieren wir den demokratischen Konsens. Aber die Gegenfrage ist, wenn alles richtig ist, was ist denn dann jemals falsch? Und wo zieht man denn die Grenze in unsichere Gebiete? Und wenn noch nicht mal die Bundesregierung sagen kann, wo die sicheren Gebiete in Afghanistan sind, ja, dann ziehen wir die Grenze halt in Afghanistan. Und genauso haben wir das erklärt in den Interviews, in den Zeitungen, im Fernsehen. Und ich glaube, das führt dazu, dass die Leute sagen, ja, ich wüsste auch nicht, wo ich die Grenze sonst ziehen sollte. Ich weiß aber auch nicht, also wo es sozusagen kein richtig und kein falsch mehr gibt. Ja. Und letzte Frage, ja. Wir kommen zum Schluss. Du hast gesagt, ihr wollt die Regierung fortsetzen aus SPD, Grüne und dänische Minderheit. Ja. Kannst du ausschließen, wenn man den Grünen eine Stimme gibt, dass ihr nicht in eine Regierung mit der CDU geht? Ja, mit der CSU kann ich ausschließen. Ja. Alles Weitere würde ich ungern ausschließen, weil dieses Ausschließen von allen gegen allen immer nur dazu führt, dass am Ende irgendeiner ein Lügner ist. Also wenn jetzt alle CDU schließt aus, was mit der SPD zu machen, SPD mit den Linken, SPD mit der CDU, Grüne mit der FDP, Grüne mit der CDU, dann ja, irgendwann muss ja ein Land regiert werden. Also man muss ja irgendwann noch akzeptieren, dass Wahlverhalten so ist, wie es ist. Ich will das nicht. Wir wollen eine klare Mehrheit für die bestehende Koalition. Ich glaube auch, wir kriegen die. Aber ich gehe nicht so weit, dass ich sage, alles andere schließe ich aus, weil dann zwingt man andere Parteien oder auch sich selbst am Ende zum Wortbruch. Und dann hat man wieder alles verloren. Also alle Menschen müssen wissen, das wissen auch, glaube ich, alle, dass Wahlverhältnisse manchmal schwierig sind und dass man dann irgendwie versuchen muss, aus Scheiße vielleicht nicht Gold, aber irgendwas zu machen. Und wirklich allerletzte Frage, du stehst ja selbst nicht auf dem Wahlzettel. Heißt das, dass wenn die Grünen nach der Wahl nicht an die Regierung kommen, dass deine politische Karriere vorerst vorbei ist? Ja, vorerst vorbei heißt ja unterbrochen. Und ja. Was heißt das? Das kann es sein. Also ich habe jedenfalls keine Anschlussverwendung. Das macht mir aber keine schlaflosen Nächte oder grauen Haare. Ich meine, der hat zwei gesunde Hände und irgendwas wird schon passieren. Und im Moment habe ich halt große Leidenschaft für Politik. An anderer Stelle wird vielleicht auch nochmal wieder irgendwann was gewählt werden oder in 4 Jahren oder 5 Jahren der nächste Landtag. Also alles easy. Da muss ich will keine Stimme aus Mitleid haben, aber eine Stimme für die Grünen, die sagen, das war eine gute Sache und ihr sollt das weitermachen, die nehme ich gerne. Du bist ja auch noch jung. Danke, Robert. Danke. Der Krieg im Kosovo, der mit diversen verharmlosenden Synonymen bedacht wurde, ist seit 3 Wochen offiziell von der NATO für beendet erklärt worden. Der Kriegsberichterstattung folgte die Nachkriegsberichterstattung. Der Satz, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, kann man diesen auch auf die jetzige Berichterstattung übertragen. Dazu jetzt am Telefon Klaus Belo. Er ist für die ARD vom Bayerischen Rundfunk in Belgrad, kennt beide Situationen, kennt beide Bedingungen, unter denen Medienberichterstattung möglich ist. Herr Belo, Ihre Eindrücke, ist jetzt alles offen? Kann man wirklich berichten, das, was man will, oder wird nach wie vor die Wahrheit gefiltert? Es ist eine merkwürdige Situation. Sie haben das ganz richtig zitiert. Bei einer solchen Situation bleibt als erstes die Wahrheit auf der Strecke und zwar von beiden Seiten. Und ich konnte schon während der Kriege hier in Belgrad und später in Pristina nicht berichten, was ich wollte, und zwar von 2 Seiten. Einmal von der Seite der hiesigen, immerhin unter Kriegssituationen verordneten Gesetzen, das heißt Zensur. Jede Beiträge mussten vorher gesichtet werden. Wir konnten nicht die Dinge aufnehmen, die wir wollten. Wir mussten sogenannte Checklisten, also Filmlisten, was wir filmen wollten, einreichen. Das wurde dann anschließend verglichen damit, was wir dann gefilmt haben. Aber, und das ist für mich eine völlig neue Erfahrung, immerhin bin ich 58 Jahre alt und bin bei der ARD seit sage und schreibe dem 1. Juni 1965. Aber das ist für mich eine völlig neue Situation gewesen, dass Kollegen aus dem eigenen Hause mich verleumdet haben, mich zensiert haben und mich aus ihren Sendungen entfernt haben. Das heißt im Klartext, das Mittagsmagazin der ARD hat Leiter Robert Franz, hat expresses Verbes gesagt, der findet bei mir nicht mehr statt. Und das ist bis heute so geblieben. Wie wurde das begründet? Das wurde begründet, ich hätte nicht genügend Distanz zu den Dingen. Ich wäre zu sehr von der serbischen Seite
vereinnahmt worden, was de facto nicht der Fall ist. Ich konnte an drei konkreten Fällen sowohl meinem Haus, dem ich vertraglich verpflichtet bin, dem Bayerischen Rundfunk, als auch dem Rundfunkrat und den Presserechten nachweisen, dass der Kollege in drei Fällen von der Sache her, von der Wahrheit her, völlig falsch gelegen hat. Für mich als jemand, der ja von außen diesen Krieg beobachtet hat, insofern nachvollziehbar, weil man ja doch nur Informationen bekommt, die über elektronische Medien oder sei es über Telefonberichte oder Internetberichte herüberkommen. Wie wurde denn das? Es ging hier für meine Meinung, und ich schränke das ein, das ist meine persönliche Meinung, um die Formulierung einer politischen Absicht in der Umsetzung der Transformation in Form einer aktuellen, sagen wir mal, politischen Meinungssituation auf das Programm. Und man kann, das ist meine ganz feste Überzeugung, einen Korrespondenten, wenn er auch spontan so dem Mainstream nicht entspricht, nicht vorschreiben, was er zu sagen, wie er zu texten hat, wen er als Interviewpartner zu nehmen hat. Es sei denn, es widerspricht den absoluten korrekten Pressegesetzen und den Regeln, die wir im Journalismus haben. Sie wurden auch richtig deutlich im Nachrichtenmagazin Focus vor 3 Wochen mit Geheimdiensten in Verbindung gebracht. Wie wehrt man sich denn in solchem Fall? Kann man das überhaupt? Man ist doch in einem Kriegszustand immer dieser Gefahr ausgesetzt, sei es zum Beispiel bei dem Sat.1-Korrespondenten, der dafür sogar in den Knast gehen musste. Also es ist so, es gibt eine Situation, die Sie mir erlauben, ich hier nicht näher beschreiben will, die betrifft das ARD-Studio in Belgrad. Es sind über Jahre hinaus Dinge geduldet worden und auch abgesegnet worden von bestimmten Personen, die einen, jetzt muss ich sehr, sehr zurückhaltend formulieren, im Verdacht stehenden Polizeispitze-Geheimdienstmitarbeiter von serbischer Seite dort im Büro nicht nur geduldet, sondern auch prostituiert haben. Den habe ich hinausgeschmissen. Und es besteht der Verdacht, ich sage noch einmal, es besteht der Verdacht. Die Indizien weisen darauf hin, dass genau dieser Mann, weil der vorher einige Jahre für Hans-Peter Schnitzler, der ein sehr guter Kollege und Freund von mir ist, ein sehr besonderer und bedachter Kollege, dieser Mann hat lange Jahre für den gearbeitet und ist auch dort aus denselben fachlichen Unfähigkeitsgründen und Arroganzgründen hinausgeworfen worden. Es besteht hier also der ganze Verdacht, dass dieser Mann sich gerecht hat. Aufgrund der Kriegssituation, des Ausnahmezustands konnte er das tun. Und er war, weil Hans-Peter Schnitzler bei uns im Büro abgefahren ist, und dieser Mann war anwesend, ich sage bewusst nicht dessen Namen. Dieser Mann war anwesend, die Indizien weisen darauf hin, dass dieser Mann alle Daten, weil Hans-Peter Schnitzler auch mit unserem Auto, einem Auto des Bayerischen Rundfunks, nach Zagreb, nach Wien fahren wollte, erwartet wurde. Also hier spielen Zufälle eine Rolle, an die ich nicht glaube. Das Ganze ist offensichtlich eine persönliche Intrige, aber lässt sich in Ihrem Fall nicht auch etwas Objektives feststellen, dass es Korrespondenten immer vor Ort schwer haben, sich gegen Heimatredaktionen durchzusetzen? Ich erinnere nur an den berühmten Fall, dass Korrespondenten abgewiesen werden mit den Bemerkungen, das haben die Agenturen aber noch nicht gemeldet und dann glaubt man es ihnen auch nicht. Wir haben immer den schweren Stand, also ich meine jetzt alle Korrespondenten, die sich bemühen, der Sache entsprechend und nach mehrfachen Überprüfungen korrekt zu berichten, dass wir mit den Heimatredaktionen so einen kleinen, intimen, aber gepflegten Kampf führen. Genau wie Sie sagen, da liegen also Meldungen von Agenturen vor und sagen, warum haben die das, warum haben ihr das nicht? Und dann ist es an der Sache des Korrespondenten glaubwürdig zu sein oder aus der Vergangenheit heraus genügend bewiesen zu haben, dass er sorgfältig, korrekt und fleißig arbeitet und die entsprechenden Kontakte hat, um zu sagen, das ist so, ich bin auch an der Sache dran, oder zu sagen und Überzeugungsarbeit zu leisten, das ist nicht so. Ich betrachte das nicht als Kampf, sondern als ehrliche Auseinandersetzung, auch als Ergänzung meiner Kenntnisse, die ich vielleicht nicht habe, nicht so kriegen kann, wie es ausländische Agenturen kriegen können, die auch hier an den verschiedensten Orten zugange sind, um mir selber die Frage zu stellen, Junge, hast du hier genau gearbeitet? Hast du irgendeine Quelle übersehen, die du hättest abklopfen können? Und insofern erachte ich diesen Wettkampf als einen ganz gesunden, kritischen Wettkampf. Im Kern war ja der Vorwurf, dass Sie zu serbenfreundlich berichtet haben. Ist das überhaupt ein Manko dieses Krieges, dass er nur aus der Sicht der NATO und durch mitgeschnittene Fernsehberichterstattung des serbischen Fernsehens übermittelt wurde?
Ich muss auf die Frage zweigleisig antworten. Und zwar zunächst einmal, richtig ist, eine Zeit lang gab es ja nur die Möglichkeiten, dass sowohl die NATO in den Briefings mit Jimmy Xi jeden Nachmittag um 16 Uhr zelebriert aus Brüssel und auch durch die Nachrichten in RTS, hier des serbischen Fernsehens und des Radios, einseitig parteigenommene Berichte gesendet wurden oder überhaupt nichts berichtet wurde. Je nachdem, welcher Seite es entsprechend genutzt oder wie man der anderen Seite schaden konnte. Zum Beispiel, ich bin aufgefordert worden, und das sage ich jetzt als Korrespondent, nicht mehr das Wort Splitterbombe zu verwenden, sondern Kassettenbombe. Eine Kassettenbombe ist etwas Nettes. Eine Kassette enthält eine Musik, einen Film oder schöne Sachen. Aber das ist eine Splitterbombe, eine tödliche, verheerende Waffe. Wer das einmal gesehen hat, wer davon verletzt und zerfetzt worden ist, der weiß, wie schlimm diese Sache ist. Die ist eigentlich verboten, aber sie wurde hier abgeworfen. Himmel, Herrgott nochmal, als Journalist, als Korrespondent, darf ich das nicht sagen? Muss ich das nicht sagen? Oder umgekehrt wird auch ein Schuh draus, dass die anderen versuchen, mich zu instrumentalisieren und sagen, ja, der Abzug der Armee hat stattgefunden und in Wirklichkeit hat er gar nicht stattgefunden. Also hier sind vice versa die Geschichten im Gange und da spielt die Politik und die Einflussnahme auf die Kollegen mit der Schere im Kopf wahnsinnig groß und massiv. Und dann gibt es auch, und das sage ich jetzt ungeschützt, da gibt es auch Karriere-Leute, die Trittbrett fahren wollen und im Mainstream, einem politischen Mainstream, auf dieser Ebene noch Politik machen wollen, beziehungsweise Karriere machen wollen. Das sage ich ungeschützt. Wie arbeiten Sie unter diesen Drücken überhaupt in Belgrad? Mit diesen Anschuldigungen und teilweise mit den doch außergewöhnlichen Nachkriegsumständen, welchen Belastungen sind Sie ausgesetzt und wie meistern Sie die? Also Belastung, ich war ja immerhin 4,5 Wochen jetzt in Pristina. Ich habe sowohl den Abzug der jugoslawischen Armee, der serbischen Armee erlebt. Ich habe den Vakuumzustand erlebt, bevor die Russen kamen. Und einigermaßen eine, sage ich mal, Lebenssicherheit hergestellt haben. Und ich habe den Zustand der KFOR, wie sie reinkamen, inklusive General Jackson und dem deutschen General Olshausen erlebt, die Dinge, die heute bis jetzt noch nicht installiert, beziehungsweise zur Zufriedenheit der sage ich mal, Armee, beziehungsweise der Bundeswehr, die dort ja auch tätig ist, hergestellt worden sind, weil sie sind zu wenige. Das ist inzwischen klar. So weit, so gut. Aber der andere Punkt ist jetzt der. Ich muss, ich will, ich werde, ich bin ja auch Gewerkschafter. Ich bin Landesvorsitzender DAG Kunst und Medien, sowohl für Freistaat Bayern als auch für Baden-Württemberg. Ich bin Mitglied des Bundesvorstandes der DAG Kunst und Medien. Und als solcher, ich sage das nur deshalb, weil ich ARD sozialisiert bin und für das öffentliche rechtliche System mein Leben lang gekämpft habe. Es ist renovierbar, es ist bedürftig, aber diese Dinge werde ich so nicht weder auf mir noch auf dem System, für das ich kämpfe, ruhen lassen. Und wir haben natürlich, wir, die DAG und meine Vertreter, rechtliche Schritte bereits gesprochen. Wir haben sie diskutiert und wir werden sie dann auf den richtigen Weg bringen, wenn ich nach Deutschland zurück bin. Haben Sie aber nicht dennoch mal Lust, vielleicht alles hinzuschmeißen, zu sagen, leckt mich? Ich finde das eine gute Frage und ich danke dafür. Nein. Ich bin ein Überzeugungstäter, ich mache keine Karriere mehr, dazu bin ich zu alt, das will ich auch gar nicht. Ich will das, erlauben Sie mir, dass ich das ganz traditionell und vielleicht mag das pathetisch klingen, doch das ist mir egal. Ich will, dass jeder Kollege nicht einkneift, wenn andere karrieregeile Trittbrettfahrer meinen, auf einer politischen Richtung jetzt nach oben schwimmen zu können. Andere, die sich bemühen unter beschissensten Umständen, ich sage das noch einmal, unter den wirklich schlechtesten, bösartigsten und lebensgefährlichsten Umständen ihren Job sauber und ordentlich zu machen, dass die dann in die Pfanne gehauen werden, dass dann sich andere Leute mit kugelsicheren Westen, die uns 14 Tage hier in den schlimmsten Tagen vorenthalten wurden, beziehungsweise die hier nicht ankamen, aus welchen Gründen auch immer, dann in sogenannten sicheren Armeelagern vor den Kamera präsentieren und dann sagen, wie toll sie sind, wie sie die Dinge abwickeln. Ich selber kann nur sagen, ich werde diesen Leuten niemals nachgeben. Und sei es mein letzter journalistischer Atemzug. Klaus Below für die ARD in Belgrad. Schönen Dank und alles Gute.